Ich kipp ab und zu weg. Bist du soweit, Heiko? Ja. Also als erstes möchte ich mich bei euch entschuldigen, weil ihr habt euch so drauf gefreut auf den Vortrag und ich kann leider nichts dafür, dass ich total erkältet bin und nichts rauskriege. Aber ich könnte jetzt auch definitiv sagen, da seid ihr selber schuld, wenn ihr mich so ausdenkt. Aber ich hoffe, man kann es trotzdem einigermaßen verstehen. Wir werden jetzt da an gestern anknüpfen und wir machen ein paar Sprünge, was jetzt ganz wichtig ist. Ich erkläre euch jetzt eine Polarität wieder. Immer das muss man verstanden haben. Es gibt keinen Wellenberg ohne ein Wellental. Es ist kein zeitliches Phänomen, dass zuerst der Berg kommt und dann das Tal kommt. Und jetzt mache ich einmal was, was für euch extrem ausschlaggebend ist oder auch Ausschläge vernichtend ist. Das müsst ihr verstanden haben. Ich mache zuerst einmal ein Gefühl in euch, wo ihr hundertprozentig sicher seid, dass das unmöglich ist. Das ist mein berühmtes Zeichne, ein Quadrat mit drei Strichen. Ich gehe da nicht drauf ein, das haben wir tausendfach durchgespielt. Was wichtig ist, jeder von euch weiß, wenn man das erste Mal hört, ist sofort dieses, das ist unmöglich. Und ich sage immer wieder, alle Probleme, deine ganzen persönlichen Probleme und die Probleme der Menschheit, die du dir ausdenkst, diese ganzen Probleme, das Problema, das Vorgelegte, lassen sich so leicht lösen, so leicht, wie man ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen kann. Und ich nenne jetzt einmal dieses eigenartige Gefühl, das ist unmöglich, obwohl es eigentlich ganz einfach möglich ist, ist die eine Seite. Und jetzt entsteht natürlich im selben Moment, passt es auf, wenn ich es weiter weg mache, ist es so besser? Jetzt entsteht im selben Moment ein Gegenteil. Gespiegelt, es ist dieses Gefühl, das was hundertprozentig sicher ist. Das sind eure ganzen Dogmen und Vorurteile. Und ich will euch jetzt zeigen, dass so leicht man das unmöglich überwinden kann. Diese Unmöglichkeit, ein Quadrat mit drei Strichen zu zeichnen, wenn man weiß, wie es geht. Ich sage immer, es zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht. Dass all die Glaubenssätze, die jeder normale Mensch in sich trägt, wo du niemals in Frage gestellt hast, man sagt dann als Fachmann oft, das ist denkunmöglich. Gibt es dich ohne deinen Körper? Ja, wenn es meinen Körper nicht gibt, gibt es mich ja nicht. Wenn mein Gehirn nicht da ist, wenn ich kein Gehirn hätte, wird es mich ja nicht geben. Das sind solche Dogmen. Und genauso leicht kannst du die wegwischen, wenn du weißt, wie es geht. Und in dem Fall ist die Einfachheit einfach, dass du dir bewusst machst, was jetzt ist. Dass ich immer wieder sage, mein Gehirn, mein Körper, das sind Sachen, die irgendjemand besitzt, der sich ich nennt. Der Besitzer ist etwas anderes wie das, was er besitzt. Ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, ich habe einen Körper. Der wird nie auf die Idee kommen zu sagen, ich bin das Haus, ich bin das Auto. Aber wie sieht es aus, wenn er an den Körper denkt? Das ist eine Programmierung, ein Dogma. Und da kann man immer wieder die Sätze wiederholen. Du bist auch du Geist, der du mir jetzt zuhörst. Du bist auch dann da, wenn du nicht an den Körper des Menschen denkst, der du zu sein glaubst. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal, an was du jetzt denkst, das bist nicht du. Ich mache, um das nochmal genauer darzustellen, wenn wir uns das nochmal schnell anschauen. Darum ist es so wichtig zu wissen, von welchem ich reden wir. Dass ich jetzt erst einmal sage, das undenkbare UB, das kann man mit Gott definieren. Das ist absolut undenkbar. Absolut. Interessant, ich spreche ab. Meine ich AB oder UB? Im Prinzip ist es dasselbe. Wenn wir das nämlich hier preisieren, in der Aussprache, Moment, wenn wir das hier preisieren, dann haben wir den ab aus 1 über 2. Das sind die Ziffern 1, 2, die werden zu 3. Das ist diese Trinität. Das ist zum einen der Vater. Und dasselbe Wort heißt auch aufblühen, aufknospen. Das heißt, aus dem undenkbaren Eins werden zwei. Das heißt, der, der immer ist, dieser eine, schmeißt eine Gedankenwelle auf. Darum ist das untrennbar miteinander verbunden. Und wenn ich jetzt das Ganze, dieses abmache mit UB, dann kriegst du UB, Alhim, also Gott, das Meer,
die absolute Weisheit rot geschrieben und das aufgespannte Wissen. Das sollte man eigentlich wissen. Und darum sage ich immer wieder, dieses Rot-Blau lesen, selbst bei mir was eingeben, was eigentlich kein klassisches hebräisches Wort ist. Diese zwei Leseweisen kannst du mischen und dann wirst du wirklich merken, was die Worte bedeuten. Gut, wir können mal ein kleines Beispiel machen, wenn wir den gerade offen haben. Wir schauen uns den einmal wieder von unserem Grabel einen Vortrag an. Der heißt Sinn und Existenz. Wir nehmen mal nur das Wort Existenz. Das Ex ist heraustreten im Lateinischen. Das kann ich jetzt natürlich verschiedenartig hebräisieren, weil mir nämlich zwei Möglichkeiten haben, ein DAF zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das E als Elef, als E hinsetze, habe ich immer das Chat. Das ist der griechische Chi. Wenn die hier unten hinschaut, hier blendet es auf der unteren Seite auf. Das X, ich muss jetzt oben drüber bleiben, dass das unten offen ist. Das ist auch die in der Lautschrift, die Umschreibung, diese in den semitischen Sprachen ist es das Ch, das CH. So ein Reiblaut. Das wird dann immer als X dargestellt und im Griechischen ist es das Chi. Chi ist CH. Wir haben aber auch das Taf. Da ist auch das X dabei, weil nämlich das Taf, das man hier dargestellt sieht, das nennt man die sogenannte Quadratschrift, ist im Althebräischen, ist es ein X. Jetzt denkt ihr mal an das Christuszeichen, das wir hier eigentlich schon in einem gewissen Maß haben. Das heißt nämlich hier, können wir mal schauen, ist bestimmt was drin. Wir haben ja einen gescheiten Computer. Sofort leuchtet es auf. Das heilige Zeichen, die ersten drei Buchstaben von Jesus Christus. Jesus, und das ist natürlich auch der Name Jesus, wo es hier heißt, hier, wir haben einen Jesus, einen Gefährten. Ist eigentlich ein ewiger Gefährte, Vater und Kinder. Das ist genau das, was sich jetzt in euch abspielt. Wenn natürlich ein Unmöglich jetzt in dir auftaucht, haben wir wieder das große Problem, du ziehst die Arschlochkarte. Ich kann nicht oft genug sagen, nichts ist realere Weisheit und Wissen wie Holofeeling. Es hat nichts mit religiösen, esoterischen und naturwissenschaftlichen Geschwätz zu tun. Denkt wieder an die Photonen. Das sind Photonen. Wenn wir noch genügend Beispiele bringen. Gut, und dieser Gabriel, dieses Ex, wenn wir jetzt in dem Ex zum Beispiel hier, jetzt hast du mal setzen, das E als Ein, und dann das Taf als X, als Beispiel, haben wir das hebräische Wort Ed. Das T-Zeichen ist auch ein X. Und da wissen wir ja, dass das hebräische Wort für Zeit ist. Als symbolische Zeichen steht es 70. Also die 70 steht für einen Augenblick. Und die 400 steht für eine Erscheinung, die ja immer eine Kollektion zuerst einmal ist. Dieses 7878 Prinzip. Das heißt, das ist eine augenblickliche Erscheinung. Und jede augenblickliche Erscheinung, jede Gedankenwelt ist immer wieder in einem Augenblick eine Erscheinung. Und eine Erscheinung besteht aus zwei Seiten. Darum, wenn ich jetzt zum Beispiel AUG, oder wir machen mal AGN, das ist die Konsonante, das ist ein AGN, die Konsonante Radix von Augen. Wenn man das Gen kriegt, so zuerst einmal eine polare Ecke, die polaren Ecken. Wir machen keinen Sinus, sondern eine Dreieckspannung. Das ist eigentlich, es gibt ja Sinuswelle und es gibt eine Dreieckwelle. Da der Sinus nicht zuerst der Plus und der Minus kommt, sondern die gleichzeitig da sind, passiert Folgendes, wenn wir ein Dreieck oben haben und ein Dreieck unten haben, kriegst du definitiv hier ein Quadrat und die Nulllinie wird die sogenannte Diagonale, die auseinandergeschmissene Ecke, Diagon. Und das Dia wiederum beginnt mit DI, das heißt die Öffnung deines Intellekts wird zur Schöpfung. Okay, ihr werdet, es wird wirklich Physik. Ich wollte euch noch mehr zeigen, ich habe in Redo kurz einmal quantenmechanische Formeln angeschaut. Wir werden vielleicht, wenn es passen sollte, gehe ich da kurz drauf ein. Und da weiß ich, mein Dieter wird sofort wieder sagen, boah, wenn der schon bloß x Quadrat sieht, Formel, das ist schon lang her. Ihr müsst es komplett abstellen. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, werdet ihr mein Reich, das göttliche Reich Gottes, nicht betreten. Ein Kind muss überfließen vor Neugier. Alles, was du nicht kennst, musst du neugierig drauf sein. Und das habt ihr in eurer Traumwelt. Und so ein Kind langt noch in die Hungekacke rein und schlägt es ab. Wahrscheinlich bloß einmal. Aber es hat eine eigene Erfahrung gemacht. Es ist neugierig. Es will selber wissen, wie sieht es aus, wenn ich jetzt da die Hundekacke habe.
Und statt der Hundekacke isst du schöne Schokoladenbrei. Und die Mama sagt, ist Bebe, nicht anfassen. Wird es niemals, wenn es auf die Mama hört, diese Erfahrung machen, dass dunkle Brei jemals ihr auch gut schmecken kann. Das heißt, am besten ist es, wenn du wo mitredest, dass du mitredest, weil du das selbst ausprobiert hast. Und nicht, weil die andere erzählt hat, das ist so. Und jetzt kann ich garantieren, wenn ich immer sage, Holo-Feeling, immer allen voran, alles, egal was du dir ausdenkst, sind vergängliche Gedanken und ein Gedanke von dir kann nichts verstehen. Er kann nur so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Aber ich bleibe jetzt wieder in unserer normal gewohnten Sprechweise. Jeder, der seit 15, 20 Jahren Holo-Feeling studiert hat, das geht los, dass langsam wirklich Wunder passieren. Das passiert von alleine. Es steigt erst einmal die Synchronizität. Das heißt nicht unbedingt, dass man deswegen keine Kreuzschmerzen mehr kriegt. Dann kommt dann aber schon wieder, was soll mir das jetzt sagen? Ich sage erst einmal, dass du lernst, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Also gut, wir haben hier unsere Existenz. Das nächste Wort ist ist. Das heißt, es tritt eine augenblickliche Erscheinung heraus. Ist. Was machen wir mit ist? Ich würde jetzt spontan nochmal sagen, das I machen wir J, das S machen wir 60 und das D machen wir Spiegelung. Das ist jetzt, wenn wir unten das mal eingeben, da gibt es jetzt das Wort, gibt es nicht. Im Hebräischen. Ich sage, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist, wenn du vollkommen neue Bilder brauchst, brauchst du neue Worte. Du kannst ja nur Bilder aufbauen. Im Anfang war das Wort, deine Vorstellungen, wenn ich Krebs auch, baut sich in dir ein Bild auf. Wenn du Merkel liest, baut sich in dir ein Bild auf. Ich habe gestern zum Beispiel, war mal außen gesessen und dann sage ich, hier steht der Fläschle Bier da und dann sage ich, du schaust jetzt Bier an. Ist logisch. Was ich natürlich jetzt wissen muss, das Bi auf Hebräisch heißt in mir. Das ist erst einmal das klassische Bi im Hebräischen heißt in mir. Und R, wie unser 70-200 heißt, erweckt. Das heißt, in mir ist etwas erweckt. Das ist nämlich Hebräisieren. Jetzt kann man natürlich Folgendes machen. Machen wir das ganz einfach. Das im Eingehen gibt es im Hebräischen auch das Wort Bier. Gibt es selbstverständlich. Da mal das Bierchen schon, schau. Das, was du jetzt liest, sind die hebräischen Buchstaben B-I-R-A-J, Bire, Bira. Das nenne ich eine Hebraisierung. In neuen Wörterbüchern, in Langenscheid, werden praktisch, ich sage mal jetzt gängige Worte, die du kennst, mit hebräischen Buchstaben geschrieben. Das sind sogenannte Hebraisierung. Wenn du zum Beispiel Musik nachschaust, steht da Musika. M-Waf-S, Kof. Im Hebräischen, im Althebräischen gibt es überhaupt kein Wort für Musik. Es gibt ein Wort für Musikant und Musizieren, aber kein klassisches Wort für Musik. Jetzt schauen wir mal weiter, dann haben wir den Trinker, der natürlich hier Zurückübersetzung, was mit dem Bier zu tun hat. Und jetzt haben wir hier das Bier, ein berauschendes Getränk. Das ist eigentlich das Wort, wo du im Langenscheid Deutsch-Hebräisch findest, wenn du Bier eingibst. Und da hast du jetzt einen Frachtvertrag, einen Lohn, ein berauschendes Getränk, eine Miete. Das sind so Sachen, die scheinen sich alle zu widersprechen. Wenn wir die jetzt wieder hebräisieren, wirst du feststellen, das sind Puzzlestücke von einer Geschichte. Das erspare ich mir jetzt. Wie gesagt, die 15 Jahre Holo-Feeling-Studien, die haben das schon längst mitgekriegt, dass da in dem System keine Zufälle gibt und dass nicht irgendwelche esoterische, willkürliche, hingebogene Auslegungen sind, analoge Entsprechungsmodelle. Das ist ein rein arithmetischer Zustand, der hier dann sogar da die Buchstabenzahlenwerte sind, mit denen du rechnen kannst. Okay, jetzt ist es auch so, wir waren bei unserem Ist. Wenn wir das auch so schreiben, macht es dann trotzdem einen Sinn, weil hier nämlich, jetzt muss man wissen, das ist ja wird der Bucheintrag, dass die ersten Buchstaben im Hebräischen ja auch Präfixe sein kann und die letzten ein, zwei oder drei Buchstaben Suffixe sein können. Und wenn wir jetzt den ersten Buchstaben des J wegschieben als ein Vorsilbe, dann ist das im klassischen Hebräisch ein Imperfekt. Und das nachfolgende Wort SD habe ich zuerst einmal eine intellektuelle raumzeitliche Spiegelung. Eine intellektuelle raumzeitliche gespiegelte Spiegelung. Das heißt, vorher, wir sind bei dem Wort Existenz. Ex heißt heraustreten,
hebraisiert eine augenblickliche Erscheinung. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Aber ich will da nicht zu genau werden, weil ich immer sage, was ich euch erkläre, sind Auszüge von Auszügen, Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Mir geht es, dass du das Prinzip verstehst. Ex heißt heraustreten oder eine augenblickliche Erscheinung. Und unser Augenblick setzt sich zusammen aus einer augenblicklichen Erscheinung. Das ist ja das, was aus dir heraustritt. Das ist eine Gedankenwelle. Und jetzt kommt, das ist eine intellektuelle raumzeitliche Spiegelung, weil sobald sich eine Gedankenwelle aufspart, hast du ein raumzeitliches Phänomen. Jetzt ist interessant, wenn wir das J wegschieben als Imperfekt, dann bleibt uns nur noch das SD, die raumzeitliche Spiegelung. Und die raumzeitliche Überspiegelung ist definitiv immer eine Abirrung. Jetzt musst du wissen, dass das AB aus 1 war 2 auch auf Aufblühen heißt, wenn was aus dir heraustritt, blüht eine Gedankenwelle in dir auf. Wenn du die Gedankengänge jetzt mitgehst, einfach mitgehen und nicht sagen, das verstehe ich nicht, hör einfach zu, was ich dir sage. Dann erzähle ich dir jetzt eine Geschichte, die in den Worten schon drin ist, wenn du die Vordersprache verstehst. Das ist das Wunder der Sprache. Drum beginnt das Ganze mit dem Anfang war das Wort. Was übrigens das Wort, das Waff als W gelesen ist, ein doppelt aufgespanntes Ohr, 70-200 heißt, erweckte Erscheinung. Eine doppelt aufgespannte Erweckung, das ist das W-Ort. Gut, dasselbe ist jetzt das Weichen, wir können auch sagen, das Abhören und die Überdrehung. Und ich mache jetzt euch nochmal eine Metapher. Und zwar die Geschichten, wo ich euch mit dem Spiegeltunnel erzähle. Für welche, die es gar nicht verstehen. Wenn ich zwei Spiegel nehme, Spiegel hüben, Spiegel drüben, das ist die einfachste Form. Man kann das in der Mutation nachlesen, in dem Selbstgespräch die Mutation. Und ich mache zwischen diesen zwei Spiegeln ein Lämpchen rein. Und ich schaue jetzt über die Spiegelkante. Dann sehe ich sehe in dem Spiegel, wo ich drüber schaue, besser ist noch mit einem halbdurchlässigen Spiegel, ich sehe die Lampe, ich schaue über den Spiegel, dann sehe ich ein Lämpchen, ein Spiegel, ein Lämpchen, ein Spiegel, ein Lämpchen, ein Spiegel, ein Lämpchen, ein Spiegel. Und ich habe euch schon mal gesagt, wenn du jetzt an der Kante unten irgendwie einen Buchstaben in den Spiegel reingibst, wird neben den Lämpchen immer der Buchstabe sein, zum Beispiel beim R. Aber jedes dieser Spiegelungen, jedes dieser Lämpchen ist spiegelverkehrt. Wenn wir spiegelverkehrt Minus nennen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Spiegel nehme und ich halte eine Spiegelkarte oder irgendein Schriftstück hin, und ich halte den Spiegel dagegen und ich schaue über die Kante, dann sehe ich Spiegel, Spiegel, Spiegel und immer hängt unten diese Kante in dem Tunnel dran und ich sehe dann, dass die ganze in jedem Spiegel ist der Spiegel verkehrt. Darum nenne ich das Minus, 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 Minus. Wenn man das Ganze mit einem Kantenspiegel macht, ich sage jetzt absichtlich nicht Eckspiegel, weil da brauche ich drei dazu, der Kantenspiegel, den ich jetzt vor mich hinstelle, wenn der perfekt gemacht ist, Oberflächenspiegel und ich schaue rein, sehe ich mich. Aber nicht spiegelverkehrt. Das sollte man mittlerweile wissen. Was interessant ist, dass wenn du in einem halbdunklen Raum bist und der perfekt gemacht ist, merkst du gar nicht, dass das nach hinten geht. Jetzt pass auf, ich mag es jetzt so. Ihr habt gestern mit der Cyber, wir haben doch gesagt, wenn da zwei flache Bilder sind, die Kante, da gibt es kein Außen. Darum ist es ein normales Bild. Das heißt, wenn ich in den Kantenspiegel schaue, dementsprechend sehe ich mich in dem Kantenspiegel, der wirkt ja wie ein normaler Spiegel, bloß dass er nicht spiegelverkehrt ist, sehe ich mich, ich nenne das jetzt plus nicht spiegelverkehrt, aber wenn ich jetzt da einen Spiegel dasselbe Spiel mache und ich habe statt einen normalen Spiegel einen Kantenspiegel, wird auch der, wie er Spiegel ausschaut, werde ich immer das Lämpchen sehen, Spiegellämpchen, also dann Kante, wie so zack, 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 Spiegel, Lämpchen, Spiegel, Lämpchen, Spiegel. Jetzt beim Lämpchen sehe ich es nicht, aber wenn ich jetzt wieder ein Schriftstück statt ein Lämpchen nehme, stelle ich fest, das erste Spiegelbild ist nicht Spiegel plus, das nächste spiegelverkehrt, das nächste ist wieder nicht spiegelverkehrt, praktisch plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Und jetzt kann ich in meine Apokalypse, in meine Enthüllung gehen. Da gibt es in der deutschen Übersetzung von Luther einen schönen Satz, das müssen wir uns nicht anschauen. Da heißt es, vor dir ist ein gläsernes Meer. Jetzt ist das Wort Glas, beginnt schon mit Gall. Gall heißt Welle. Obwohl das gar nicht vor dir ist. Weil wenn du jetzt, ich mache das nochmal, wenn den Spiegel das Lämpchen mir nimmst und du gehst jetzt einmal davon aus, du wärst dieses Licht. Du wärst das Licht selber. Und du schaust in die Richtung. Dann siehst du vor dir lauter Lichter. Und die ganzen Lichter, die du vor dir siehst, sind eigentlich nur Facetten von dir selbst. Das ist jetzt das, was ich sehe. Bloß nicht in dem Tunnel, weil ich in einem Tetraederspiegel bin.
Und wenn du jetzt dich erhebst über dieses Denkmodell und wir schauen von oben oder jetzt von eurer Seite drauf, dann kann ich in den Kopf von dem Licht reinschauen, der in die Richtung schaut und sieht um sich herum lauter Lichter. Und ich sage, du Depp, die sind doch alle in dir drin. Das ist das JCH, das zu ICH spricht rot. Okay. Das ist es. Da sage ich jetzt zu dem hier, dass die hier, die hier in Erscheinung treten, die Abtrünnigen. Wir waren hier bei raumzeitlichen Spiegelungen. Jeder, der meint, der ist außerhalb von mir. Jeden, den ich mir jetzt ausdenke, der ist hier. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Das heißt, wenn du dir jetzt den Udo anschaust, als Video, als Pixelmännchen, dann muss dir eins klar sein, dass das Pixelmännchen, das jetzt, wenn du genau siehst, eigentlich hinter dem Bildschirm zu sitzen scheint, aber hinter dem Bildschirm gibt es ja nichts. Ich bin, wenn, bin ich auf dem Bildschirm. Bild, Bielet, heißt im Kind auf Hebräisch. Haben wir so oft durchgemacht. Deutsch-Hebräisch ist untrennbar miteinander verbunden. Ich rede jetzt nicht von den blauen Sprachen der blauen Länder, die du dir ausdenkst. Ob du jetzt an grüne Massmännchen denkst oder an Deutsche, Bundesrepublik Deutschland. Das ist nur eine Welle. Du glaubst es nicht? Schauen wir halt einmal. BRD. Ist ein Hagel. Geschickt. Geistige Logik in einen Eck als Erscheinung. Der Hagel wiederum, die Buchstaben HGL heißt die Welle. Habe ich jetzt wieder gescheit Glück gehabt, dass das zufällig passt, ne? Ihr werdet wohl nicht glauben, dass ich in meiner Schöpfung irgendeinen Zufall zulasse. Wenn man das einfache Prinzip einmal verstanden hat. Und jetzt hängt es immer davon ab, hörst du jetzt das erste Mal, wir können uns jetzt jemanden ausdenken, der sich zum Beispiel dieses Video anschaut, komme ich nicht mit so einem Krampf. Das ist genau das, was ich am Anfang angesprochen habe. Hier nochmal am Anfang, ganz am Anfang von dem Vortrag, jetzt sage ich gestern, ich denke jetzt an gestern, das denke ich jetzt. Ich habe jetzt das gesprochen. Ich habe zum Heiko noch gesagt, Heiko, eventuell tust du das, was wir heute jetzt aufnehmen, am Ende hinstellen und das, was wir jetzt ausgedacht morgen aufnehmen, am Anfang, vielleicht ist meine Stimme besser. Gott hat mein Gebet nicht erhört. Aber es wird seinen Grund haben. Das ist jetzt ein erstes Ding, wo du wirklich lernen musst, egal was in dir auftaucht. Es ist ja immer dieses schöne Christuszeichen, das hier in meinen Schriften unten immer dranhängt. Und wenn um dich herum die Welt in Fetzen geht, du bist der Einzige, der überlebt. Weil du etwas bist, was nicht existiert. Das ist das rotgeschriebene Sein. Du musst hier genau diese Hierarchie verstanden haben. Das ist Eid. Wir denken hier was auseinander, was man gar nicht auseinanderdenken kann. Weil wir beim Rotgeschrieben schon wieder Facetten machen. Jetzt muss man, wenn ich natürlich jetzt noch weiß, dass Rot das hebräische Wort Adam ist, dann ist in den Adam jetzt der gelbe GL, heißt der Geist Gottes drin, der sich bipolar äußert. In dem Moment, wo wir uns, der ist überhaupt nicht denkbar, der ist im Adam. Und jetzt machen wir diesen Geist als Hülle und dann ist der Adam in den gelben Geist von UB. Und dann kommt jetzt das Violette, machen wir mal ganz weg, kommt das Blaue, das ist schon was Ausgedachtes. Aber jetzt ist die Frage, an was denkst du, wenn du an einen Menschen denkst? Und an was denkst du, wenn du an ein Computerprogramm denkst? Das ist hier der Mensch, das blaue Ich ist ein Konstrukt, wäre Interpretationsprogramm, das wir uns jetzt ausdenken. Aber wenn ich jetzt an mich als Mensch denke, ist der ja noch in dem gelben Geist mit drin. Jetzt dieser Mensch, der an sich denkt als Maske, als Projektionsmaske, das ist das kleine blaue Ich, ist auch noch im Geist. Sobald ich jetzt das aber realisiere, mir aufschmeiße, wird es zu einer Erscheinung. Weil der Mensch, der ich bin, die ganze Lebensgeschichte, kann keine Erscheinung sein. Auch ein Programm kann keine Erscheinung sein. Dann was denkst du, wenn du an ein Programm denkst? Pass auf, machen wir das einmal schnell. Ich kann jetzt an ein Programm denken, denke ich zuerst einmal meinetwegen auf einen Speicher, eine DVD, einen USB-Stick. Der DVD, der USB-Stick ist nur ein Behälter, das ist nicht das Programm. Was ist das Programm als Ding an sich?
Jetzt mit meiner normalen materialistischen Bildung, sage ich, ein Programm besteht aus Einsen und Nullen. Auf der DVD sind so Pünktchen und Strichchen drauf. Schalter, was ich auch immer denke. Die Pünktchen und Strichchen sind auch kein Programm. Das sind alles Erscheinungsformen. Ein Programm ist ein Regelsystem, das nur als ein Chat verstanden werden kann. Aber du kannst dir das nicht bildlich vorstellen. Weil die Pünktchen und Strichchen, die du dir vorstellst, sind nicht das Programm. Das ist ungefähr so, wenn du Programm, du Guide, du Mensch, ist ja, ist auch ein Mensch, das große brauche ich, ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Wenn du an dich denkst, denkst du zuerst einmal an deinen momentanen Körper. Das passiert spontan, du bist so programmiert, du kannst nicht anders. Du hast jetzt natürlich auch die Möglichkeit, jetzt dich als Kind zu denken oder als alten Greis zu denken. Das ist genauso jetzt, aber feinstofflich, weil das du dir woanders hindenkst. Da müsste man jetzt einfach Selbstgespräche lesen, wo ich den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahrheit erkläre. Das sind so Kleinigkeiten, die sind elementar wichtig. Dass du zuerst einmal wirklich begreifst, und das widerspricht nicht einmal deinem momentanen materialistischen Glauben, dass du sagst, dass ich etwas zu sehen bekomme. Ich kann es nur sehen, wenn es in meinem Gehirn ist. Ich habe jetzt bewusst materiell gesprochen. Es muss in meinem Gehirn drin sein. Selbst die Nasenspitze, die ich mir jetzt vor mich hindenke, die zwei Augen, die ich vor mich hindenke, die Ohren, die ich da runter mir denke, an meine Beine, wo waren die jetzt die ganze Zeit? Mach das einmal bei dir. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, schau auf die Tastatur, wenn du jetzt zum Beispiel vor deinem Computer sitzt, wo war die ganze Zeit die Tastatur? Ja, da. Ich sage, hast du sie gesehen? Wenn du das beschwörst, wirst du eine Meinheit. Der Materialismus, die ganze angeblich hundertprozentig bewiesene materialistischen Dogmen, wo man so programmiert ist, dass das ja bewiesen ist, die lassen sich gar nicht beweisen, die kann nur einer sich bildlich vorstellen, ein Atom mit Elektronen, die draußen rumfliegen, gesehen hat es überhaupt noch keiner. Und das kann man nicht außen in der Natur entdecken, das sind logische Konstrukte, aber komischerweise denken sich das nur Leute aus, denen man das erzählt hat. Was habe ich am Anfang gesagt? Du solltest irgendwann mal in einen Zustand kommen, dass du nur noch das glaubst, was du am eigenen Leib, ich rede jetzt mal normal menschlich, was du am eigenen Leib verspürst, dass du mit eigenen Augen gesehen hast. Und alles, was dir einer erzählt hat, was du vom Hörensagen kennst, da habe ich früher mal gesagt, das ist halt für möglich. Aber beschwör es nicht und glaub es nicht, bevor du es nicht selber mit eigenen Augen gesehen hast. Und dann sind schon mal alle Religionsbücher vom Tisch und die ganzen Physikbücher und die ganzen Chemiebücher vom Tisch. Das Verrückte ist, selbst wenn du es jetzt überprüfen willst, wird dir das nicht möglich sein, wenn ich sage, zeig mir die Erdkugel. Es gibt, normal gesprochen, keinen einzigen Menschen, der jemals die Erdkugel gesehen hat. Dann kannst du mir ein Buch zeigen, dann soll ich das ein Fetzenpapier mit Farbe drauf. Du kannst mir einen Film zeigen, dann soll ich das ein Monitor mit flackernden Lämpchen. Und jetzt kommt natürlich Schattenfrau, so oft erwähnt. Schon in dem Buch Schattenfrau, ihr könnt es ausprobieren, diskutiert mit einem, der nichts von Holofeeling weiß. Es kommt hundertprozentig sicher aufgrund seines Programms, wenn er nicht mehr weiter weiß. Ja, aber die Astronauten haben es doch gesehen. Stimmt oder stimmt? Und ich sage jetzt, was ist Astronaut? Astronaut ist jetzt ein Wort. Und wenn du ein Wort hörst, baut sich in dir eine Vorstellung auf. Nämlich genau die Vorstellung, die du in deinem Programm aufbaust mit deinem Glauben. Der Glaube ist eine Welle, kann es nicht oft genug sagen, GL. Der Glaube ist eine Welle, das nennt sich dann auch ein Trümmerhaufen, das ist die Welle mit den Oberwellen. Und dieser Glaube ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, das ist AUB. Das ist deine Beschwörungskunst, aber das ist die Beschwörungskunst eines Totengeistes. Du bist ein Zauberer. Du bist in der Lage, unendlich viele Sachen zu erschaffen in deinem Kopf. Vorausgesetzt, du hast die Möglichkeit auf dem Programm, dass dein Programm diese Bilder aufbauen kann. Denk wieder an unseren Computer. Das ist das Geheimnis der Matrix. Wenn wir das Wort Matrix nehmen, haben wir natürlich viele Möglichkeiten. Wir können jetzt die Matrix hebraisieren. Ich sage das Erste, was wir machen. Wir machen zuerst einmal nur die reinen Konsonanten. Dann haben wir bei dem Wort Matrix ein Mem, dann haben wir ein R und dann haben wir ein X. Wir schmeißen das J auch noch mit raus. Und machen wir J. Das J ist ja so halb Vokal, ist Konsonant. Da mache ich jetzt einmal ein Chat, ein G.
Entschuldigung. Mir bleibt das bei MD. MD ist eine gestaltgewordene Erscheinung. Diese gestaltgewordene Erscheinung, wissen wir ja, das sind die Toten. Tod, siehst du schon zwei Erscheinungen mit einem O dazwischen. Das lateinische Wort Tod heißt so viele. Lass die Toten ihre Toten begraben. Heißt, ich denke mir jetzt so viele Trockennasenaffen aus, so viele Leute aus. Leute heißen übrigens Modim. Im JM ist ja unser Meer. Gestaltgewordene Erscheinungen des Meeres. Und jetzt hast du die Leute tot, sterben, tot sein. Wenn ich als Christus sage, lass die Toten ihre Toten begraben, heißt es, lass die Figuren in deinem Traum sich selber begraben. Für dich sind sie schon weg, wenn du sie nicht mehr denkst. Hat nichts mit Herzlos zu tun. Das Gefühl, dass das herzlos erscheint, erzeugt dein extrem fehlerhafter Glaube. Es ist ein Heiligungsprozess und ein Aufstieg immer in höheren Ebenen. Das heißt, in deiner ausgedachten Natur nicht fressen und gefressen werden, sondern lieben und lieben, nochmal lieben. Weil wenn ich dich zum Fressen kann, dann will ich eins werden mit dir. Wenn ich dich auffresse, nehme ich dich auf und integriere dich in mein höheres System. Stimmt oder stimmt? Und dann sind wir eins. Darum beginnen die ganzen Schriften mit Ich bin du. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Du denkst dir doch jetzt den Udo aus, egal ob du den als Pixelmännchen siehst oder ob du den real in einer gewissen Entfernung in deinem Cyberspace-Gesichtsfeld vor dir dreidimensional real sitzen siehst. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir sagen mal, du bist der Jan. Okay? Dann ist der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der ist in deinem Kopf. Schreib dir sogar den Materialismus vor. Da du jetzt aber glaubst, dass der Jan, Entschuldigung, dass der Udo, den du dir jetzt vor dich hinstellst, dass der den Jan sieht, muss ja dementsprechend dieser Jan in dem Kopf vom Udo drin sein, der in dir drin ist. Und jetzt fällt alles in einem Punkt zusammen. Gestern habe ich zu meiner Nadja gesagt, ich brauche dich so dringend, weil ich lebe in einer Welt ohne Spiegel, im Zentrum. Und ich habe mich noch nie gesehen. Und dann schaue ich sie an und sage, ich brauche dich, weil ich kann jetzt durch deine Augen sehen. Und dann weiß ich endlich, wie ich als Udo ausschaue. Weil wenn ich aus die Udo-Augen rausschaue, sehe ich den Udo nie. Man braucht nur Fantasie. Aber das Ganze wird sehr interessant, wenn ich jetzt die Metaphern verknüpfe, auch in der Physik. Dass wir jetzt hier, wir sind unsere Matrix, wir können natürlich auch die ersten zwei Buchstaben des MA schreiben. Dann hast du Master of Art, den Magister. Okay, das ist vom Schöpfer, weil die Vorsilbe M wiederum heißt vom und A Schöpfer, Rot ist vom Schöpfer. Oder das symbolische Meer ist der geistige Schöpfer. Das ist der Anfang von allen. Wir können für das A auch ein H setzen. Dann kriegst du ein Fragepartikel. Die gestaltgewordene Wahrnehmung ist etwas. Et haben wir schon, ist eine augenblickliche Erscheinung. Und die augenblickliche Erscheinung ist eine doppelt aufgestellte Schöpfung. Und damit entsteht Raumzeit. Entschuldigung. Verzeiht, wenn ich mich immer wieder überschlage. Ich kann es nicht ändern, wenn du mich so ausdenkst. Okay, jetzt haben wir DR, die Erscheinung einer Berechnung. Das ist das hebräische Wort für Reihe. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Reihe Spiegel heißt. Und wir kriegen eine Spiegelwahrnehmung, weil das hier ist die Wahrnehmung. Das ist dann auch Tour, heißt auch Reihe, die Turteldaube. Das Tour ist Reihe. Wir können nämlich auch TWR schreiben. Das ist ja für Holofeeling und Hände ist das alles Kindergarten. Und jetzt haben wir am hinten das X. Ich, das I-Chat. Immer dran denken, Chat. Das ist das göttliche Kollektiv, rot gelesen und eine intellektuelle Kollektion. Das ist das rote Ich, ist ein göttliches Kollektiv, wo ich weiß, alle Ichs, die ich mir ausdenke, sind Gedanken von mir. Und sobald ich an einem Person, als ein Person, ist ja nicht einmal die Person, ist ja nicht der Gedanke, sobald ich Menschen denke, blaue Menschen, sind es die zu sich Ich sagen. Jetzt nicht in Bezug auf den Körper, sondern in Bezug auf das Menschdasein. Kommst du in das blaue Ich, darum ist dieses rote Ich, denkt sich viele blaue Ichs aus, das sind verschiedene Charaktere. Und jeder dieser Charaktere ist ein eigener Schöpfer, weil jeder Charakter hat in sich
Das rote Ich ist unser Computer und die blauen Ich sind die verschiedenen Programme. Das ist das Spiel. Das ist jetzt eine Metapher, die ich euch anheimstelle. Wir können dann natürlich MDR lesen. Das ist jetzt die Auslöseklingen von Fesseln erlöst. Das ist die Radix von Materie. Okay? Das bedeutet übrigens dann auch überflüssig, eine gespannte Sehne eines Bogens. Das klingt jetzt alles so für einen, der nicht gewohnt ist, extrem komplex zu denken. Ich habe ein paar Mal erwähnt, wenn du längere Zeit Holofeeling studierst, wirst du zu einer geistigen Granate. Du überragst alle Professoren in deiner Welt um Welten, weil das programmierte Schwätzer sind. Und du kriegst eine geistige Flexibilität, dass du die Zusammenhänge siehst, wo der normale Mensch keine Zusammenhänge sieht. Das kannst du übrigens jetzt schon machen, dass ich jetzt einfach mal den Udo nochmal zitiere, wenn du jetzt hier, ich sag mal, 20 Jahre Zeitfenster Vorlesungen, hunderte, tausende Stunden Vorlesungen. Es wird mit Sicherheit unheimlich oft dieser folgende Satz erwähnt. Was hat ein Känguru in Australien, ein Neandertaler in der Steinzeit und der Eiffelturm in Paris gemeinsam? Den Geist, der sich das jetzt ausdenkt. Weil der Geist, der sich ein Känguru nach Australien denkt, das Australien und das Känguru ist hier und jetzt eine feinstoffliche Information. Und der sich ein Neandertaler in die Steinzeit denkt, immer in Maussetzung seines Programms kann er die Vorstellungen aufbauen. Das sind Erscheinungen, das sind Gedankenwellen von einem ganz bestimmten Glaubensprogramm. Geh mal davon aus, dass ein Chinese sich zwar auch ein Känguru nach Australien denken kann, aber der hat ein ganz anderes Programm, eine ganz andere Datenstruktur, bei der kein Deutsch beherrscht. Bei dem Wort Känguru passiert beim Chinesen nichts. Das war ja die Sache, dass wenn ich sage, ich schaue mich jetzt in dem Zimmer um und wenn jetzt da Chinese reinkommt, ich sage, das sind nur Worte, wenn der Chinese reinkommt, ist logisch, der sieht doch dann dasselbe, obwohl er kein Deutsch kann. Also das ist der erste Fehler. Egal wen oder was du dir ausdenkst, die Figuren in deinem Traum haben keine Empfindung, die können nicht denken, die können nicht sehen, die können nicht hören und die können nicht fühlen. Die vier Stufen der Vergessenheit studieren, da gibt es einen Short-Up vom Redo. Okay, das heißt, wenn ich mir jetzt an ausdenke, dass ich denke mir mal zwei aus und der eine gibt den anderen, wie mir im Franksonger Watschen. Kannst du dir sicher sein, dass den, der die Watschen kriegt, den du dir jetzt ausdenkst, der Gedanke in deinem Kopf ist, als Ding an sich keine Schmerzen hat? Wenn du einen Roman liest und da wird einer gefoltert, die Menschen, den du dir jetzt ausdenkst, der gefoltert wird, der hat keine Schmerzen, weil es nur ein Gedanke von dir ist. Wenn du das vergisst und mitleidest, wenn du eine Zeitung liest, die hungernden Nigerkinder oder die Flüchtlinge, die Kinder mit dem Senfgas in Syrien, wenn ich nach Syrien schaue, da wird es mir gleich schlecht, so viel Unmenschlichkeit. Ist eine spannende Geschichte. Da leidet keiner. Du wirst aber nicht glauben, dass ich als alles allumfassender, liebender Gott irgendjemanden leiden lasse. Einen. Ich brauche immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Du brauchst immer mindestens eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ich lasse bloß den leiden, der vergessen hat, wer er ist. Jetzt mach dir mal Gedanken drüber, wen ich jetzt meine. Den Geist, der mir jetzt zuhört. In dem Moment, wo du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst und sagst, ich bin der, ich bin dieser Körper, verwechselst du dich mit einem Gedanken von dir. Und dann fängst du an, um Überleben zu kämpfen. Du versuchst möglichst lang, deinen Körper am Leben zu halten, obwohl, wenn du nicht vollkommen materialistisch verblödet bist, dir doch schon klar sein sollte, wenn du jetzt ein Zeitfenster aufspannst, ich wurde als Baby geboren, das muss ich auflösen, wenn du in die Schule gehst, ist von dem nichts mehr über. Wenn du erwachsen wirst, das erste Mal in die Disco losmarschierst, um zu baggern, egal ob männlich oder weiblich, ist von dem Schulkind nichts mehr über, dass das noch nie anders war. Da gibt es nichts zu retten. Ich kann nicht oft genug sagen, eure materialistischen Dogmen, Museen, Naturschutz, es hindert euch am geistigen Wachstum. Wenn du was vollkommen Neues willst, musst du das Alte dafür aufgeben. Willst du in eine neue Wohnung einziehen, musst du aus der alten ausziehen. Setz für Wohnung Körper, symbolisch. Unser Problem mit Klaus und Nadja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, die sind ja ausgewandert nach Frankreich, haben so ein wunderschönes Anwesen gekauft.
Aussteiger sitzen, Holofilling studieren, war der Grundgedanke. Und die haben einen kleinen Fehler gemacht, die haben zwar das Land geändert in ihrem Kopf, die Peripherie, die haben sogar das Haus geändert. Aber sie haben ihr ganze Möbel nach Frankreich gemacht und wenn sie in ihrer Bude sitzen, sitzt dieselbe Scheiße. Ihr unmittelbares Nachfeld haben sie ihre ganzen Probleme mitgenommen. Ihr hättet in Frankreich zu Ikea gehen sollen und euch neue Möbel kaufen. Das ist es. Aber wieso passiert es, um zu lernen? Um zu lernen. Und jetzt das Schöne ist, ihr seid alle freigesprochen. Es ist wirklich, ihr müsst es wiederholen. Wenn ich Geist, der etwas Nichtdenkbares ist, darum bin ich ewig und ich bin ewig, glaubt es mir. Wenn ich immer sage, ich greife auf so viele Erfahrungen zurück, die könnt ihr euch in den Künstenräumen nicht vorstellen. Und es ist, ich kann immer nur in eurer Logik mit euch sprechen. Und ich wiederhole nochmal ein altes Beispiel. Wenn ich jetzt, wenn man ein bisschen gebildet ist, weiß man den Unterschied zwischen dem Basic-Betriebssystem und dem Windows-Betriebssystem. Basic ist so primitiv. Da gibt es so fotorealistische Bilder oder so Zeug, gibt es nicht. Ich habe halt das klassische Basic-Schriftbild. Ich kann Grundfarben umstellen, wie ich hier Farben umstelle. Und ich kann Geräusche erzeugen, so wie halt diese Atari. So einfach generell synthetische Geräusche erzeugen und das war's schon. Und jetzt da hat der Heiko, das habe ich in Heiko gestern nochmal gesagt, hier und jetzt gedacht natürlich, dass ich zigfach darauf hingewiesen habe, diese fantastische Traumwelt, die du zurzeit erlebst, wenn du rausgehst, wenn du dir die Himmelsfarben anschaust, die Natur, diese unendliche Vielfalt von Flora und Fauna, diese unendliche Vielfalt von Charakteren, von Menschen, von Geschichten. Es ist unglaublich, die Welt, wo man dann staut, geh ins Gebirge, geh ins Meer, schau die Unterwasserfilme an. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter in die unsichtbaren Dinge. Wenn du jetzt dir nur mal Gedanken machst, wie viel Wissen in dieser Menschheit, auf dieser Welt besteht, die Fachgebiete über Religion, über Esoterik, Einzelfachgebiete, Spezialwissen. Wenn du all, ganz all dieses Wissen der Welt, die du dir jetzt ausdenkst, was zwangsläufig nur eine Blackbox ist. Okay? Das symbolisiere ich mit Basic. Das Wissen und das, was zwangsläufig aus diesem Wissen generiert wird an realer, sinnlich wahrnehmbar realer Natur. Das ist Basic. Ich mache immer gerne auch den Sprung, die Matrix 1 ist in der Säugetiergebärmutter und wenn du geboren wirst, das ist wie dann in dem Film Matrix, kommst du in die Matrix 2, das ist deine Traumwelt, wo du durch die Nabelschnur eingespielt bekommst. Diese Traumwelt jetzt, das ist Basic. So gigantisch das schon aussieht. Und ich führe euch zu Windows. Und jetzt mach dir bewusst, was du mit Windows jetzt in unserer Welt an Farben, an prachtvollen Bildern, fotorealistisch, was ich jetzt eigentlich gerade beschrieben habe, kannst du mit Windows schon sogar dreidimensional darstellen. Ich habe jetzt das eigentlich nur, euer Wissen, bewusst um eine Stufe zurück reduziert. Dass du dir den Unterschied bewusst machen kannst, was kann ich mit Basic, was kann ich mit Windows und jetzt sage ich dieses Windows, diese virtuelle Realität, setz mir jetzt als Basic und jetzt bringe ich dich in mein göttliches Windows XP. Ich arbeite übrigens mit XP, Windows 7 XP, das ist XP, Christuszeichen. Kann man eigentlich gar nicht beschreiben, das ist ein komplett Riesensprung. Jetzt wenn du hier dein Basic schon nicht fassen kannst, dann soll man mir reizen, sagst du mal Basic aus. In eurer Welt ist noch so viel Wissen und zwangsläufig auch so viel Dummheit. Interessant ist, dass das wirkliche Wissen, die Weisheit, das wird als die Dummheit angesehen, weil die Zweiten euch das erklären. Und das, was eigentlich die Dummheit ist, seht ihr als Wissen und Weisheit an, weil ja, mir gesagt, um alles, was der Zweite erklärt, ist Geschwätz. Wenn ein Erster auftaucht, der euch mit wirklicher, göttlicher Weisheit konfrontiert, dann sagt er, das ist ein Spinner. Ich sage, ist es so schwer, das zu glauben, was du sofort überprüfen kannst? Offensichtlich, weil sonst hättest du kein Problem, meine Gedankengänge zu folgen. Auf jeden Fall, dass ich dich in das Wirkliche, in die Windows-Welt, in meine Welt mitnehmen will, wo du nicht die geringste Möglichkeit hast, dir das vorzustellen, so wenig wie ein frisch abgenabeltes Baby sich vor, oder Kind, ein Embryo in der Gebärmutter sich vorstellen kann, wie die Welt ist, wo es reingeboren wird. Okay? Und jetzt kommt der Satz, wenn ich sage, ihr habt überhaupt keine Vorstellung, wie klein ich mich jetzt überhaupt mache, mich so klein zu machen, dass ich in deiner Welt in Erscheinung trete als Brüssel-Udo.
Und ich merke immer wieder, wenn ich herabsteige, es ist eine Scheißwelt, schaut mich an. Das ist genau das, was ihr mit aller Gewalt am Leben halten wollt, schafft nur Probleme. Also da wollen wir dran arbeiten, dass sich das verändert. Und das Schöne zu dir, Geist, sage ich, das hat sich schon verändert. Es ist nämlich alles schon passiert. Gut, jetzt haben wir die Matrix, wir haben also praktisch diese Auslöseklinge des Ich. Und jetzt hören wir uns ganz kurz einmal, weil das habe ich eigentlich vorbereitet, bevor wir dann einmal uns die Quantenmechanik anschauen, den Gabriel an, das ist ein Vortrag, und da habe ich jetzt mehrere, ich zeige euch das einmal. Da habe ich jetzt zuerst, da hören wir kurz rein. Das ist dieses Sein und Existenz. Warte mal, mach das so. Der Sinn, da haben wir schon den Sinus, eine Sinusexistenz. Können wir jetzt alles schön, die Worte sind selbst erklären, glaubt es mir. Und das Existenz war mir jetzt wichtig, ein Heraustreten eines Abtrünnigen, von abtrünnigen Sachen. Halt, und wir haben ja hinten noch was vergessen, wir haben ja noch ENZ. Da machen wir zuerst einmal EN. Das ist eigentlich die Kurzform von Anna. Das ist jetzt eine augenblickliche Existenz. Und da müssen wir jetzt immer das ein Jehen dranhängen für die Wahrnehmung. Und das ist das hebräische Wort für Antworten. Ist es nicht so, dass etwas aus dir heraustritt und du das anschaust, dass das immer eine Antwort für eine Frage ist? Ist auch jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Egal, wie du den definierst. Der Sinn des Lebens ist, dass du dein Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem, das heißt dein blaues Ich, den Menschen, das Menschenleben durchschaust, das du zurzeit durchlebst, so wie man ein Computerspiel spielt. Und ich zeige dir auf deine Fragen, das hast du noch gar nicht mitgekriegt, kriegst du spontan jeden Moment die richtige Antwort. Da du das aber nur einseitig logisch siehst, hast du dasselbe Wort auch misshandeln, wobei eine Miss, ja die Frau ist deine Logik, misshandeln, selbst quälen und foltern. Weil die Eigenart ist, wenn es dir dreckig geht, dass du immer genau definierst, wer dran schuld ist, wer jetzt dreckig ist. Und wenn einer böse ist, du weißt, wer dran schuld ist. Der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld. Und ich beginne mit ich bin du. Das heißt zwangsläufig, du bist ich. Aber wenn du ich bist, sagst du, sagst einmal, ich nehme alle Schuld auf mich. Ich setze mich, ich, nicht denkbarer, ewiger Geist, setze mich, sagst einmal, bewusst als einen träumenden Geist. Und durch dieses bewusste Reduzieren erkenne ich zuerst einmal, der träumende Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Also muss ich einen träumenden Geist überhaupt nicht vorwerfen, was er träumt. Darum habe ich einmal in einer anderen Perspektive zu euch gesagt, ihr glaubt doch wohl nicht, wenn ich jetzt immer sage, du bist der träumende Geist und du bist in einer Scheißwelt, die du träumst, dass Gott dir vorwirft, dass du das träumst. Also Gott ist nicht so blöd, er weiß, dass ein träumender Geist sich das nicht raussuchen kann, was er träumt. Der weiß aber auch, dass alles, was der träumende Geist sich ausdenkt, was er träumt, sich nicht raussuchen kann, dass der träumende Geist das so träumt. Darum sage ich immer wieder, wir Geist, wir Gotteskinder, wir verfügen über das Bewusstsein, dass wir nicht zu niemandem, dem wir uns ausdenken, vorwerfen, dass er so ist, wie er ist, wie wir ihn jetzt denken. Du wirst aber erkennen, dass in deinem Traum so viele auftauchen, die nur gegenseitige Schuldzuweisungen haben. Die Deppen, die um die Tasse herum sitzen und streiten, ob der Henkel rechts oder links ist. Und du siehst einfach, dass jeder ein bisschen recht hat, aber die wissen nicht, was eine Tasse ist. Wir haben also dieses Ahn, das heißt eine augenblickliche Existenz. Und wir können natürlich das ENZ, was natürlich neuliegender ist, auch ein Z hinten dran machen. Und dann wird das Ganze verzweigt. Immer dran denken, unser Ex ist, das sind ab. Unser Ex, unser Ad, unsere augenblickliche Erscheinung ist, haben wir gesagt, imperfekt. Du wirst zu einer Abtrünnigkeit, zu einer Übertretung. Und in dem Moment, wo du in das Ding reinschaust, wird dieses, ich nenne das immer B-Stapel, auferweckte, das ist VR, sind ZWIG, sind verzweigt. Es sind 2G. Ich kann auch hier 2G lesen. ZWIG, okay? Jetzt, wenn ich natürlich das ZW einzeln nehme, dann habe ich ZW. Redo, W, ZW, Zweig. Das ist ein Befehl, das heißt B ist ja der zweite Buchstabe, zwei fehlen. Okay, dasselbe Wort hast auch eine Form geben, weil sobald ich zwei aus mir herausstelle, habe ich einen Unterschied und dann kann ich was sehen, dann habe ich eine Form. Und das können wir jetzt fortspielen. Das ist jetzt noch Kleinigkeiten, aber jetzt gehen wir mal und hören uns den Gabriel an.
Und zwar, ich habe hier und jetzt gedacht, gestern angesprochen, dass der weltweit ein Überflieger ist in der Philosophie, in der modernen Philosophie. Und wenn jetzt nur die Grundlagen von Hugo Feeling hört, es ist ein Rezitierchen, was ich hier ganz toll finde, da ist es, die am Rednerpult, die haben ihn eingeladen, dass er einen Vortrag hält, dass es eine Beweihräucherung ist ohne Ende von ihm, und dann hält er seinen Vortrag. Dann habe ich nochmal, er hat denselben Vortrag, wo er auch eingeladen ist, aber das sind dann intellektuelle Professoren. Da wird er auch beweihräuchert, wie sich das Sprachbild verändert von der einen Beweihräucherung zur anderen und wie er dann denselben Vortrag hält, aber ausgeschmückt mit intellektuellen Phrasen, die sowas von Geistlosigkeit darstellen, dass euch gleich schlecht wird, wenn dir mal das Vorteil, die vorabgestimmte Meinung abgelegt habt in euch, dass einer der Zeug der Hersabbert, wo ihr nicht versteht, dass der gescheiter ist wie ihr. Nur wenn einer eine Sprache spricht in deinem Traum, die du nicht verstehst, die übrigens nur spricht, weil du Geist ihn so träumst. Wenn in dir Italiener auftaucht, der Italienisch spricht. Die Figur, die du dir ausdenkst, weiß ja gar nicht, was er macht. Egal, wen du dir denkst, der ist nur, wenn du ihn denkst. Egal, wen du dir jetzt denkst. Er wird genauso sein, wie du in dir denkst. Und wenn du nicht mehr denkst, ist er weg. Egal, welche Maschine, welchen Mechanismus, Mechanimus du dir ausdenkst. Das kann groß sein, ein heliozentrisches Weltbild. Das ist immer nur, wenn du es denkst. Es wird genauso funktionieren, wie du dir das ausdenkst. Die Grundlage ist nicht die Welt da außen, sondern das Glaubenssystem, dein Programm, das in dem Computer die Bilder aufschmeißt. Du musst die Kausalität umdrehen und den Schwamminhalt, dein Programm, konntest du dir nicht raussuchen. Wir drehen jetzt die Kausalität um. Ich sage jetzt nicht, das ist richtiger. Die höhere Ebene brauchst du, den Widerspruch musst du eins machen. Da braucht man dann ein wenig mehr Krebs. Also hören wir mal. Für die wiederholte Einladung, sehr geehrter Rektor, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Studierende, sehr geehrte Münchnerinnen und Münchner und auch sonstige Bayern. Gegenstand meines heutigen Vortrags ist in der Tat das neue Buch Sinn und Existenz mit dem Untertitel Eine realistische Ontologie. Ich werde nicht versuchen, in einer Tour de Force 504 Seiten erschöpfend darzustellen, werde aber mich auf einige der zentralen Motive und Argumente entsprechend beschränken. Insbesondere werde ich in zwei Teilen zunächst einmal über die Ausgangslage von einer bestimmten Analyse des Existenzbegriffs sprechen und dann die Frage versuchen zu beantworten, in welchem Sinne das, was mir dort vorschwebt, eine realistische Ontologie ist. Es wird also ich tue jetzt aber nur die Wörter wenn. Die Ausgangslage, wo kommt es her? Ich habe mehrere Sachen, wo er Existenz erklärt. Das Einzige, was er nicht macht, dass er einfach ein Lateinwörterbuch nimmt und schaut, was Existenz auf Lateinisch heißt. Existenz, existere, heißt heraustreten, aus. Und in ganz altlateinischen, sehr altlateinischen Wörterbüchern heißt es aus Auftauchen. Ex. Exist, existenz, haben wir gerade gesagt. Das ist es. Intellekt erzeugt eine raumzeitliche Spiegelung. Das tritt heraus, es taucht etwas in dir auf, es fängt zum Existieren an. Alles, was du Geist in deinem Kopf zu sehen bekommst, egal ob es feinstofflich ist, das heißt nur ein Gedanke, ob ich jetzt an die Helga denke, die ist jetzt nur feinstofflich im Udo, die sitzt da. Oder ob ich die Helga anschaue, ist beides hier. Du gehst nur, wenn die Bilder real waren, in den höchsten Zustand der Vergessenheit. Nochmal, ich definiere Realität. Realität ist eine von mir gemachte sinnliche Wahrnehmung. Und die sinnlichen Wahrnehmungen sehe ich erst, wenn die in meinem Gehirn irgendwie dargestellt werden. Und wenn ich was denke, ist es feinstofflich, ist es genauso eine Information, eine sinnliche wahrgenommene Information oder eine feinstofflich wahrgenommene Information. Diese Helga, die da sitzt, die sehe ich jetzt real hier, die in einer gewissen Entfernung von mir zu sitzen scheint. Ich mag es jetzt wieder so. Gestern habt ihr alle die Freiberg-Sprechbrille aufgehabt.
Und wenn ich jetzt hier wieder rüber schwenke und ich denke jetzt noch an die Helga, existiert die immer noch hier, aber nur feinstofflich, weil ich sie ja nicht mehr sinnlich wahrnehme. Und wenn wir jetzt nicht mehr an die Helga denken, ist sie wieder weg. Dann ist sie aber immer noch da, aber nicht mehr im Zustand der Existenz. Das ist das Problem mit den Schichten, mit dem Buch, mit den Seiten. Wenn du ein Buch liest, ist kein Buch da. Da sitzt da keiner, der das Buch liest, wenn es ein spannender Roman ist. Da fange ich jetzt aber nicht nochmal an. Okay. Und jetzt ist es, habt ihr da genau aufpasst, was er gesagt hat? Ich gehe mal nochmal zurück ein bisschen. Ich hoffe. Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Studierende, sehr geehrte Münchnerinnen und Münchner und auch sonstige Bayern. Gegenstand meiner heutigen... Ein Gegenstand. Das beginnt erst einmal mit GG. Du musst diese Buchstaben nehmen und GG, G ist Gimmel, ist die 3. 3, 3 heißt Dach. Ich mag schon wieder so. Da haben wir immer in den Himmel hochschauen, da wollen wir ja hin. Das ist das Dach. Ich sage, alles, was du in dir auftaucht, ist ausgedacht. Es ist ausgedacht. Das hebräische Wort für Dach heißt GG. Nur GG. Ich kann die 3,3 aber als 33 lesen. Und 33, geil ist die Welle. Jetzt denken wir uns einmal das Dach aus. Schau doch mal da ganz kurz raus. Das, was du siehst, ist eine Seite eines Daches. Da siehst du die Ziegel. Das hebräische Wort für Ziegel heißt Leben. Das schreibt sich LBN. Das sind die Buchstabenkonsonanten LBN. Das spricht mir übrigens Leben aus. Und das ist jetzt erst einmal saure Milch. Es ist das hebräische Wort für weiß. Schau mal, das scharfe S hinten. Das sieht aus wie ein Beta. Dann wird da das Wort Weib draus. Das Weib wird jetzt eingefärbt. Das kriegt immer Farbe, Kontraste. Und darum heißt Leben, zur, heißt zu Form werden, Z-U-R, zu einer polaren Existenz werden. Okay, Ben ist ja der Sohn, dann heißt es zu einem Sohn werden. Und das Leben steht für ich weiß. Wenn du was weißt, diese Ziegel, jetzt sagst du, der behauptet, das heißt Ziegel. Fällt doch. Oh Scheiße, habe ich mich gehört. Das Leben selber beginnt erst, wenn du eine Wahrnehmung machst. Jetzt hast du den Ziegel. Weil das Leben alleine braucht ja Wahrnehmungen. Müssen wir auch hin dran setzen. Stimmt oder stimmt? Das sind Ziegel. Dasselbe Wort hast du auch Backstein. Übrigens, Bekaf, Back heißt in dir auf Hebräisch und SD sind raumzeitliche Erscheinungen, die sich einschalten. ZI, die Geburt eines Intellekts, erzeugt Exkal, herausgetriebene Wellen. Jetzt schau dir mal die Ziegel an, auf dem Dach. Schau mal raus. Steh auf. Das sind die Oberwellen. Ihr seht die Wellen, das sind kleine Wellen, die auf einer Grundwelle, die Grundwelle ist das Dach und da sind kleine Oberwellen drauf, das sind die Spritzer. Glaub ja nicht, dass es Physik ist. Du bist in einem Computerprogramm, ähnlich wie in einem Mandelbrot, wo sich dieselben Strukturen wiederholen. Was jetzt die aber nicht wissen, die von Matrix machen, dass das Grundprogramm wirklich die Sprache, ich erzähle dir was, das sind dann auch Zahlen, das sich aufbaut. Das sind Selektionen von Wissen, aber das wird jetzt zu weit führen. Und wenn du das ein bisschen hast, dann muss ich den Redo fragen oder die Andrea oder einige, die das lang studieren, dass wenn du jetzt nur hinhörst, da läuft ein Feuerwerk ab, dass du, während er spricht, komplett andere Vorstellungen hast, wie wenn ein normaler Materialist dem Vortrag zuhört, weil du aus den Worten ganz andere Bilder machst. Meines heutigen Vortrags ist in der Tat das neue Buch Sinn und Existenz mit dem Untertitel Eine realistische Ontologie. Ich werde nicht versuchen, in einer Tour de Force 504 Seiten erschöpfend darzustellen, werde aber mich auf einige der zentralen Motive und Argumente entsprechend beschränken. Insbesondere werde ich in zwei Teilen zunächst einmal über die Ausgangslage von... Da waren wir gerade. Die Ausgangslage... ...von einer bestimmten Analyse des Existenzbegriffs sprechen. Analyse heißt Auflösung. Die Analyse ist die OB. Der Schöpfer ist OB. Und wenn was aufsteigt, fängt es sich an, in der Longitudinalen zu lösen.
sprechen und dann die Frage zu versuchen zu beantworten, in welchem Sinne das, was mir dort vorschwebt, eine realistische Ontologie ist. Es wird also, was definiert er mit Realität? Das Hauptproblem beim Materialisten, und ich kann euch jetzt nochmal sagen, ist der Bruch meines ersten und meines zweiten Gebotes. Erstes Gebot, zweites Gebot. Das ist 1, 2. Es heißt erst einmal, mach dir kein Bild von Gott. Ich sage, ich bin du und ich erkläre dir die ganze Zeit, Entschuldigung, dass du etwas bist, was in keinster Weise in dir, im Gotteskind, beilet, in dir selbst in Erscheinung treten kann. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, das bist nicht du. Du bist der, der sich's anschaut. Jetzt hast im Kind beilet auf Hebräisch, die Bilder hast erweckt, im Kind erweckt, mach dir kein Bild von dir selbst. Ich sage, ich bin du, weil für dich dasselbe gilt wie für mich. Rote sich. Okay? Dann sage ich, mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Du darfst dir was ausdenken. Und das, was du dir ausdenkst, ist aber in dir drin deine Information. Du kannst dir unendlich viele Sachen ausdenken. Wir brauchen aber immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das bist du selbst. Egal, was du denkst, das bist du nicht. Ich könnte jetzt sagen, aber dann doch wieder irgendwie, weil ich kann ja nicht sagen, das Meer und die Wellen, das Verhältnis, die Wellen sind nicht das Meer. Es ist eine oberflächliche Erscheinung des Meeres. Das Meer ist immer gleichbleibend ein und dasselbe Meer. Und die Wellen sind Gall, GL heißt Welle, die gleichen Wellen. Und das Eigenort einer G-Leiche, ich kann sagen, du bist immer derselbe Geist, derselbe Adam, aber nicht immer die G-Leiche Körper. G-Leiche Körper, du bist nicht immer der gleiche Körper, aber immer derselbe Geist, dein ganzes Leben lang bist du dasselbe Ich. Und du merkst jetzt, dass die Sprache wirklich absolut präzise ist. Die Schwierigkeit ist, du lebst zurzeit im Zustand von Babel. Die Sprachverwirrung. Und da wird es natürlich interessant, da kommt der Ziegel vielleicht, ich müsste es fast einmal schnell machen, wir schauen mal ganz, ganz kurz. Was machen wir da? Und die ganze Sprache hatte eine Sprache und einerlei Worte. Das ist mein heiliger Urzustand. Die Einheit des Meeres. Aber ich muss jetzt, wenn da. Und da steht jetzt, hier schaut er mal, und sie sprachen einer zum anderen wohl an, lasst uns Ziegel streichen und hat brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Worum es mir geht, dass man jetzt da nur mal, das ist der Vers. Schaut, da steht Leben. Leben NH. Leben ist eine existierende Wahrnehmung. Das Leben des Meeres. Das ist, da steht immer Lebener, Leben im. Dann permanent Lebener. Zu leben werden. Leben, Leben, Leben. Das sind immer die hebräischen Worte Leben, die Ziegel. Du kriegst im deutschen Kontext überhaupt nichts mehr mit. Siehst du es? Wir können das jetzt durchgehen. Könnt ihr Redo machen. Könnt euch jetzt der Redo. Der hat jahrelang nur das von morgens bis abends, dieses Prinzip studiert. Aber das ist genau diese Stelle, schau. Das ist Waf J, Armer. Aish zum Mann. Jetzt steht auch Gott. Da kommt das Wort Gott gar nicht vor, weil du es auch erst zu hast. Und dann kommt hier die, zu seinem Freund. Das ist natürlich so eine Sache, dass das Ra natürlich zuerst einmal hier. Er sprach zu seinem Freund, das ist eigentlich auch der Hirte, sein Hirte. Wohlan, die Polarität zweier Haar. Wenn man jetzt hier Zahlenwerte einsetzen, wird es wirklich ganz, ganz, ganz interessant, wenn du in die Zahlenstruktur gehst. Die Struktur 12, 3, bleiben 4 dann über. Aber ich will euch nicht überfordern, mein Stimmchen schon. Aber jetzt wird es interessant, schaut, da steht LBN. Das ist dieses Wort Leben. Wir haben Leben, ich springe extra noch mal kurz rein.
wegmachen. Leben, das ist zum einmal saure Milch. Saure Milch. Dann ist es zuerst einmal die weiße Farbe, das Wort weiß. Jetzt sagst du doch schon, ich weiß. Achte da mal genau auf meine ich weiß. Sobald ich was weiß, hat es mit intellektuellem Wissen zu tun. Und ich sage, dein intellektuelles Wissen wird durch die Frau symbolisiert, das Programm. Das ist das Vibe. Wir können das auch Frau nennen. Dann wild, doppelt aufgespannt, doppelt gebären. Und wenn wir jetzt ein Haar hin dran setzen, Lebener. Jetzt kriegen wir den Ziegelstein, den Backstein. Dann heißt es auch noch Mond. Ich will ganz kurz auf das Weiß zurückgehen. Man sagt hier beim Weiß, wenn du was kalkulierst, berechnest du etwas. Da steckt das Wort Kalk drin. In der alten deutschen Sprache, wenn man früher die Wände weiß gemacht hat, hat man gekalkt. Wir kalkeln die Wohnung. Ich weiß nur, in Franken sagt man, ich habe das dann Kuhstall neu rausgeweißelt, neu rauskalkt, rauskalkuliert, neu berechnet, weil ich weiß ja. Und ihr merkt, da kommt es her. Das ist nicht, dass das aus unartikulierten Tierlauten entstanden ist, die Sprache. Das ist vom Anbeginn meiner Schöpfung. Und wann hat meine Schöpfung begonnen? Jetzt. Alles, was passiert, passiert jetzt. Ich habe die Fähigkeit, mir jetzt eine Vergangenheit zu denken und ich kann mir jetzt der Zukunft denken. Aber es ist jetzt. Und jetzt ist ein Moment aus heute. Und heute wiederum ist ein Moment aus dem Jahr, das ich mir ausdenke. Ich kann mir jetzt ein Jahr denken, dann mache ich ein Zeitfenster vor mir auf. In dem Jahr sind viele Tage, das übrigens nur aufgespanntes Meer ist. Das heißt, ein Jom. Ich mache zwischen den I und den M des Meeres ein Waff. Ich ziehe das auseinander. Und dann habe ich viele heute. Und sobald ich jetzt ein heute, das ist wie die Seiten in einem Buch. Und sobald ich eine Seite anschaue, sind die anderen, existieren die anderen Seiten nicht. Die sind natürlich noch da. Sie sind noch rot geschriebenes Sein. Aber rot geschriebenes Sein ist etwas, was nicht gedacht werden kann, außer du machst es zu einer Existenz. Dieses Beispiel, Wort, Zeile, Seite, Buch, Bücherregal. Wenn du Bücherregal anschaust, denkst du nicht an das Wort in dem Buch, in irgendeinem Buch. Existenz bedeutet, dass das, was existiert, wird von dir gesehen, gedacht, gefühlt. Es kann auch ein Gefühl existieren, ich habe Hunger. Und dieses Gefühl, was auftaucht, hat immer noch eine Grundlage. Pass auf, ich mache mal eine schöne Metapher für dir. Wir denken uns das Internet, das ganze Internet ist Gott. Ich nenne das immer die Kollektion aller Kollektionen. Und du findest jetzt im Internet in irgendeinem Server, wir sagen, das ist, gibt nur einen göttlichen Server, du findest irgendein schönes Buch. Und du kopierst dir dieses Buch auf deinen Computer, auf die Festplatte. Dann wirst du zuerst einmal feststellen, dass wir das ja deswegen aus Gott nicht rausnehmen können. Jetzt haben wir das auf der Festplatte. Das nützt dir nichts, wenn du das lesen willst. Du hast auch andere Bücher auf deiner Festplatte. Selektierst du von den Büchern auf deiner Festplatte ein Buch raus und es geht jetzt als nächstes in den Arbeitsspeicher rein. Jetzt hast du das ganze Buch, die ganzen Seiten im Arbeitsspeicher. Und wenn du zum Lesen anfängst, kopierst du von dem Arbeitsspeicher, von dem Buch, eine Seite auf den Bildschirm. Jetzt hast du die Schichten. Und jetzt siehst du das erst. Und in dem Moment, wo du jetzt liest und du schaust das erste Wort an, denkst du nicht an die anderen Worte, dann fallen die schon wieder in einen Bereich, des nicht gedacht werden können, weil immer nur das da ist, was du siehst. Ich habe das so oft erklärt. Ich kann jetzt zum Beispiel ein Wort sagen, ich erschaffe jetzt mal aus nichts etwas, aber das hängt jetzt davon ab, wer du bist, ob du das materialisieren kannst. Ich sage, du denkst jetzt einfach mal auf die Tastatur vor dir. Wenn du jetzt zu den Brösel gehst, die den Udo Real im Gesichtsfeld haben, ist vor dir keine Tastatur. Wenn du jetzt aber einer bist, der jetzt vom Computer sitzt und die Aufnahme anhört, auch jetzt, in einem Jahr habe ich zum Beispiel gesagt, ich gehe mal davon aus, dass der Redo jetzt real den Udo in seinem Gesichtsfeld hat, aber auch jetzt vom Computer sitzt und sich die Aufnahme von Ellingen anhört. Weil was passiert, kann immer nur jetzt sein. Und jetzt nehmen wir den schönen Trick, dass wir das gedanklich, zeitlich auseinanderschieben. Wir sagen, da war ich in Ellingen und jetzt bin ich wieder daheim und höre mir die an. Diese Aufnahme an.
Aber das sind alles ausgedachte Dinge, die letzten Endes immer hier sind und immer jetzt gedacht werden. Da kommen wir dann später noch dazu in einer neuen Form. Und das ist als hier mit dem Leben, ich will damit nur sagen, dass das ganze Zeug, das ist ein Computerprogramm. Und zwar das Computerprogramm dieser Windows-Welt, die du zurzeit anschaust. Das ist die hebräische Tora, ist die Quelle allen Lebens. Ich schmäle jetzt übrigens nicht meine Upanishaden. Die heiligen Schriften des Hinduismus, die heiligsten Schriften sind die Upanishaden, das heißt UB ist ich. Die sind noch wesentlich komplexer, weil die nämlich mit mehr Zeichen arbeiten. Und da funktioniert dasselbe System, das ist extrem gezippt. Darum haben die auch einen ganz anderen Umfang von den Zeiten her. Das sind zigtausende von Zeiten. Und du musst wissen, umso mehr wir was erhöhen an Anzahl, umso mehr bist du von der Einheit vom Ursprung weg. Das heißt, wenn du Sprachen hast, umso weniger Grundzeichen eine Sprache arbeitet, umso näher ist die am Ursprünglichen. Es gibt keine einzige Sprache, die mit weniger als Zeichensystem, die mit weniger Zeichen auskommt, wie das ursprünglichste Hebräisch, weil die nämlich mit 22 Zeichen arbeitet. Dann haben wir noch die 5 Endzeichen. Das sind eigentlich dieselben Zeichen. Das sind nicht so wichtig. Das Arabische, das hat schon 28 Zeichen. Es ist dasselbe System, aber das sind die Endzeichen, eigene Nennungen werden auch eigenständig ausgesprochen. Und die 28. Zeichen, die haben noch ein 28. Zeichen, das ist die 1000. Im Hebräischen ist das erste und das letzte Zeichen dasselbe. Das Aleph und Eleph, es wird nur anders ausgesprochen, es ist aber dasselbe Zeichen. Also sind da schon mehr Zeichen. Jetzt wird die Andrea früher sagen, die Runen gibt es noch mit 18. Das Furtag, da sind wir schon mal drauf eingegangen, wenn ich euch das zeige. Das ist natürlich nur, ich müsste ja das fast schnell herstellen im Vaterunser, wenn ich in Gorleben euch zeige, was ja wieder eine rechtsradikale Schrift ist. Wenn du die Furtag-Übersetzungen, dieses urarische Runenzeichensystem, ich habe das Vaterunser in einer Übersetzung. Da steht immer der Kopf Udo ist XB. Ich hole es mal schnell her. Ich hoffe, ich finde es auf die Schnelle. Da kann man ganz kurz reinschauen. So, jetzt schaut euch das einmal an. Das ist das Vaterunser in Runen geschrieben. Das ist jetzt, wenn man dann reingeht und das ist jetzt in der Runenschrift. Das hat man hier. Und was jetzt hier steht, dieses Vaterunser, jetzt werde ich raumzeitlich. Merkt ihr, ich spreche jetzt Worte und diese Worte lösen in dir Geist jetzt Gedanken aus. Und sobald ich sage hier, das ist auf Runen geschrieben, das Vaterunser, und zwar hat man das in Schweden auf einer Ziermünze gefunden. Das ist das Vaterunser auf Runen geschrieben, das hat man hier in Burgund auf einer Spange gefunden und das an der Themse auf einem Schwert. Und ich habe jetzt hier mal Sprechblasen drüber gemacht. Das ist praktisch hier. Da steht, das ist es, die Rune. Die Andrea ist da sehr spezialisiert drauf. Das ist die Fahrrune. Dann kommt die Detrune. Das ist, da steht jetzt Udo. Das ist die Fahrrune, Detrune, FR und hinten dieses XB. Da steht Vater Udo ist der Kopf Jesus Christus. Wichtig ist, diese Zeichen XB in der Runensprache. Jetzt ist immer wieder die Frage, wer weiß eigentlich, wie die das ausgesprochen haben. Dasselbe bei Hieroglyphen. Ich habe hier der Diana, die war bei mir, weil sie sich angefangen hat, für Hieroglyphen zu interessieren. Und da sieht sie hier Hieroglyphen-Deutsch-Wörterbuch. Hier das Größte, wo es gibt, Hieroglyphisch-Deutsch. Und da hat sie sich gerade mit Hieroglyphen, habe ich hier natürlich mitgegeben, habe ich gesagt, hat ein kleines Lern Hieroglyphen. Und da sind dann die Schriftzeichen, die Symbole, sind dann auch noch hier Laute zugewiesen. Ich sage immer, wer was das ist, wie die das ausgesprochen haben. Da gilt dasselbe. Da musst du dir Gedanken machen. Das heißt, es gibt keine Zufälle, es hat einen Sinn. Du wirst nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Aber so, dass das überliefert wurde, kannst du vergessen. Dieses XB, diese zwei Runen, ist die G-Rune und die W-Rune. Wie heißen sie genau, Andrea? Da oben, du schläfst. Nein, XB, die G- und die W-Rune. Wie heißt die G-Rune eigentlich? Die Gebur und die W. Dieses B.
Nein, das ist die Tür. Das ist die Tür. Lass mal's. Ja. Ich weiß. Du musst wieder hier arbeiten. Aber jetzt ist einmal unabhängig davon, selber nachschauen. Ist immer wieder Computerfragen. Es ist also hier. Wir können vorne dann nochmal kurz reinschauen in das Runenalphabet. Moment, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wir können das ganz schnell feiner machen, dann muss ich es nicht hersuchen. Das ist jetzt das Vortrag. Jetzt, wenn man das liest aus dem Buch, ich lese mal ganz anders, diese Zahlen der akustischen Schwingungsmenge der Töne müssen unsere Vorfahren gekannt haben durch innere Vorstellung. Das muss heute noch jeder wissen, der eine Gitarre, eine Harfe stimmen will. Erst in den niedergehenden, verdunkelten Mythologien wird aus der Harfenjungfrau ein unholdes, dämonisches Weib Wesen. Aus der, das kann ich jetzt nicht aussprechen mit der heutigen Stimme, aus der hier Abinien, bla 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 bla, die glanzflüssige, die Welt, deine Gedankenwellenwelt ist die Welt der Frauen, Fragebogen. Und jetzt haben wir hier die Fahrrune, das ist die U-Rune, das kommt Faser, die Dor-Rune, die Os-Rune und du hast den Udo, siehst du das? Und das steckt uns jetzt hier, da steht jetzt dann hier in dem, darum ist das der Vater, Udo ist der Kopf, er ist der Kopf und da steht jetzt die Zeichen XB, die eigentlich der Geist ist, der doppelt aufgespannt wird, weil den Runen, die Gibbor-Rune und die Wed-Rune ist, wo der Geist wird doppelt aufgespannt und das ist der XB, der letztendlich die ganzen Gedankenwellen aufbaut. Habe ich jetzt wieder gescheit Glück gehabt, dass das zufällig passt, ne? Man kann alles anders sehen. Ja, man kann alles anders sehen. Es gibt nichts, was ich euch jetzt erkläre, was ich euch anders erklären könnte. Ich kann sagen, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und ich kann sagen, die Jünger haben kurze Beine. Ich habe dir dasselbe erklärt. Du wirst aus den Worten die Vorstellung aufbauen, die deine Logik hergibt. Nicht mehr und nicht weniger. Okay? Das ist eigentlich hier das Einzige, was man verstehen muss. Das haben wir gerade angeschaut. Jetzt habe ich nicht nochmal an. Da steht jetzt das Malkreuz X, das Weltkreuz, an dem der Sohn Gottes hängt, vertreten durch die P, Pater der Sohnesrune. Das Malkreuz im All heißt immer von Gott, ist aber die Gibbor, die Geber und Gottesrune, so beide Vater und Sohn verkünden, verbunden in diesen Zeichen. Das ist XP, beide im H, in der Quintessenz, Hagals im Heiligen Geist. Ihr merkt plötzlich, dass alle Wissensgebiete, Holofeeling ist das Summa summarum aller Wissensgebiete, egal wo wir reingehen. Wir können eine chinesische Mythologie machen, wir können Sanskritbücher, die Upanishaden durchgehen. Glaub mir, keiner kennt die Upanishaden besser wie diese UB, der sie diktiert hat. Schreiben tue ich schon lange nicht mehr selber. Da suchen wir irgendwie so Brösel raus, wie den Udo oder Redo oder lauter so Zeug. Die müssen dann hier halten. Darum soll immer der Schreibstift Gottes, Jakob Lorber. Der Udo schreibt ja alles vom Lorber ab. Ich sag, du Depp, ich bin der es ihnen diktiert hat. Meinst du, dass der Steiner, Rudolf Steiner, SD ist einer, R, Udo, der Kopf im Udo, SD, die raumzeitlichen Scheinungen sind nur ein allereinziger Geist. Meinst du, dass der Rudolf Steiner eine einzige Zeile zu Papier gebracht hätte, wenn sich ihn nicht einfallen hätte lassen? Das gilt für alle. Stilles Eingeständnis und Schweigen. So Leute, lassen wir den einmal den Überflieger Philosophen, hören wir uns noch ein bisschen weiter an. Dann kann ich mein Stimmchen noch ein wenig schonen. Ihr merkt, es ist ein Wort. Wenn ich sage, ein einzelnes Wort mache ich aus dem Stegreif auf 500 Seiten Buch, aber da wird man nicht weiterkommen. Zentral um die Begriffe Existenz in ihrem, im Zusammenhang mit dem Begriff des Sinns und um den Begriff des Realismus. Er hat jetzt gesagt, Existenz mit dem Begriff des Sinus, des Sinns. Jetzt ist natürlich interessant, dass die Grundradik Sinn im Lateinischen zuerst einmal wieder ohne heißt, ohne irgendetwas. Ich nenne mir mal gern die Conditio sine qua non, die Bedingung, ohne die nichts geht.
bist du denn recht von Sinnen? Sinnen wiederum, es, diese Raumzeit ist innen. Es, blau geschrieben, es, rot ist Bewusstsein. Jetzt in der Holofeeling-Umsetzung der einfachen Vordersprache, das ist natürlich auch innen, weil alles innen ist. Gehen, da ich ja schließlich der Meinung bin, eine realistische Ontologie zu verteidigen. Vorab ein paar... Die Schwierigkeit ist, er macht den Fehler, er ist so programmiert, dass das Wort Realität für ihn eine Welt da außen ist, die schon vor ihm da war und die auch dann da außen ist, wenn er nicht dran denkt, dieses Universum, das vor 15.000 Milliarden Jahren durch ein Urknall entstanden ist. Egal, wo ich mir was hindenke. Es existiert hier und jetzt in meinem Kopf, weil ich habe eine Vorstellung. Und diese Vorstellung hier und jetzt verstreue ich um mich rum in Raum und Zeit. Und ich mache jetzt extra nochmal Realität. Die Wirklichkeit, es ist kein wirkendes Licht, das wirkende Licht ist rot. Die objektive Realität, das außerhalb und unabhängig vom Bewusstsein existierenden, ein Objekt ist etwas Aufgeschmissenes. Wir können jetzt natürlich ganz, ganz genau reingehen. Habe ich die nicht hier sogar schon vorbereitet? Objektus, das Entgegenstellung. Das Entgegenstellen. Jetzt pass auf, schauen wir uns das mal an. Die Vorsilbe ent in der deutschen Sprache weist immer darauf hin, dass du etwas vor dich hin, man sagt, man baut etwas auf, das dann wieder in aufgehoben wird. Das ist wie es, ich denke was aus und es muss wieder zurück. Wenn sich ein Gummi entspannt, hört die Spannung auf. Wenn sich jemand enttäuscht, hört die Täuschung auf. Und wenn ich etwas mir selber Gag hat man gerade schon, das ist das Dach, das Ausgedachte, dann denke ich das dann den, ich denke den Spiegel, der spiegelt hier rüber und spiegelt es wieder zurück. Das ist das Gag, das ist unser ausgedachtes Gag. Okay? Die Entgegenstellung, das Vorlegen, das Vorschieben. Interessant ist natürlich die Vorsilbe end selber, weil das END ist eine augenblickliche Existenz, die augenblickliche Existenz einer Erscheinung. Und das heißt, jetzt hast du mal das Logische, das ist meine Antwort. Aber viel interessanter ist das ND einzeln, weil diese existierende Erscheinung, die in meinem, nochmal, Augen, A-U-A-G-N heißt Becken, diese polare Eck. Und sobald ich hier ein polares Eck habe, spiegelt sich natürlich dieses polare Eck, immer wenn ich mir was denke, auf der anderen Seite, darum sind es die Becken, Augen. Diese existierende Erscheinung, die genau genommen, wenn ich sie ganzheitlich sehe, ich sage immer Wellenberg, nennen wir mal 5, und das Wellental nennen wir auch 5, das sind ja 2 Wahrnehmungen. Darum ist ja das Wasser von Gott, dem Meer, ist H2, 2H sind ein O, ein Augenblick. Ich drehe mich nochmal von der Seite. Ist natürlich, dass der Geist selber ist immer eben. Also ist auch das Gag, das ich mir ausdenke. Ich habe doch gesagt, das, was ich jetzt vor mir denke, diese 2, wenn ich die Brille auf habe, sind eigentlich so. Das sind 2 verschiedene. Und die Zweiheit mache ich, dass ich einen Gig reinmache. Steht in der Mutation. Muss das natürlich zwangsläufig etwas Gag-Ebenes sein. Das heißt nämlich, Gag ist eben. Das ist das Objekt. Da steht jetzt, in dem Wort ist die ganze Erklärung mit drin, wenn ich mir jetzt in Maßsetzung deiner Aufnahmefähigkeit. Und das ist jetzt ganz wichtig. Alles, was ich euch jetzt erzähle, begrenzt sich, ich drücke mal im Sinne der Trockennasen auf, es limitiert sich durch deine Aufnahmefähigkeit. Ich könnte euch unendlich viel geben, das ist nicht das Problem. Die Frage ist, wie viel kannst du davon schon aufnehmen und verstehen? Aber jetzt habe ich so einen Trick eingeführt in der Schöpfung, das ist die Ewigkeit. Da wir ewig viel Zeit haben. Wie ich immer wieder sage, wenn du das jetzt meinst, du müsstest das in 5 Jahren lernen, wirst du dich dann die nächsten Millionen Jahre mit mir langweilen. Das war doch erst interessant, ihr lebt doch noch nie mal. Es ist ja nur ein reines Funktionieren. Ein embryonaler Zustand.
Und darum ist er immer wieder, wenn ich sage, das Leben ist perfekt programmiert, also das lassen wir vollkommen unangetastet. Komm in den Beobachterstatus, Tierchen gucken ein, Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten, wenn du dir das Kreuz verhebst, muss jetzt das sein, warum ist das schon wieder, wie du nörgelst. Und ich sage, lern zuerst einmal die Demut des Christus, fordert ein Wille geschehe. Meinst du, wenn ich es mir raussuchen hätte können als Brösel Jesus, dass ich mich ans Kreuz nageln hätte lassen? Ist der Vater, muss ich den Krug nehmen? Nö, du bist doch frei, du weißt doch, was passiert. Du bist doch ich. Aber du wärst nicht ganz schlecht, wenn du mir vertraust. Es ist nie ein Müssen, verstehst du? Auch die 10 Gebote, diese Befehlsform, wo hier eingeführt wird, rein grammatikalisch sind die 10 Gebote dieses Du sollst nicht. Das ist ein Imperfekt grammatikalisch. Das heißt, du wirst, du kannst, du darfst. Die ganzen imperfekten Formen. Du kannst töten. Töten ist schon wieder, da steht Motten. Bin ich schon darauf eingegangen, bin ich ganz allergisch. Töten ist, wenn du die Freiheit auffrisst. Das macht es mehr, tötet seine Wellen. Ist natürlich jetzt, wenn es gleichzeitig die Vielheit ist, eigentlich die eigene Einheit. Es sind die Facetten von mir selbst. So wie ihr jetzt die Facetten von mir seid. Wie immer so, ich werde doch nicht glauben, dass ich mich vor einem Fremden auch so aufreiße. Gut, jetzt da haben wir den Objektus und jetzt schauen wir mal diese kleine Radix da drinnen an. Siehst du das? OB ist natürlich schon wieder ganz, ganz interessant. Eine augenblickliche Polarität. Werfen, schleudern. Hinauswerfen, hinausschleudern, aber auch hinabwerfen. Das sind immer die zwei Seiten. Das steckt immer, es ist schlichtweg was Aufgeworfenes, ein Objekt. Und darum ist hier zu glauben, dass die Realität, objektive Realität, etwas unabhängig vom Bewusstsein, von dem, der sich's ausdenkt, ist. Das kann ich mir zwar denken, aber ich kann das nie überprüfen. Darum sage ich, es ist hundertprozentig sicher, dass etwas, wenn du es nicht denkst, nicht da ist. Und es ist hundertprozentig sicher, dass wenn du was denkst, dass das, was du denkst, was zu existieren anfängt in deinem Kopf, dass das, diese ganzen Objekte, dazu zeige ich sogar ein Gefühl, dass die existieren. Was aber hundertprozentig eine Selbstlüge ist, zu glauben, dass ich jetzt was denke und ich rede mir, lass mir von dem Zweiten einreden, dass das auch dann da außen existiert, wenn ich es nicht denke. Die ganze Naturwissenschaft geht diesen Druckschluss auf den Leim. Der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Das Gotteskind, der Adam, der Mensch, macht dich zu einem Enosch, heißt ja auch Mensch, und das heißt auch sterblich, unheilbar krank. Ein Trockennasen auf, wer keine Überlebenschance. Der Säugling trockennasen, auch wenn er das Kind nicht, der Kreis nicht. Es ist wie wenn ich sage, ein Ei, eine Raube, ein Schmetterling. Irgendwann fängt die Raube zum Spinnen an und kommt die Transformation. In der Mutation heißt es, wenn du ein Kreis geworden bist, das heißt am Ende des Lebens, G heißt Geist, 3 heißt Spiegel, S heißt Bewusstsein. Wenn dein Geist ein Spiegelbewusstsein geworden ist, erkennst du, dass du das ganze jetzt ausgedachte Leben schon immer ein Kreis warst. Jetzt hast du das Leben durchschaut. Gut. Klärung, über die man oder Festlegung, über die man sich später auch streiten kann. Unter Ontologie sei hier verstanden die systematische Frage der Beantwortung, was Existenz bedeutet. Und zwar in einem doppelten Sinn. Einerseits müssen wir ein Auge werfen auf die Verwendungsweise oder einige relevante Verwendungsweisen des Ausdrucks Existenz, die uns in philosophische Schwierigkeiten verstricken. Und andererseits, so wie ich dir das jetzt erklärt habe, ist es kann jeder, wie war das der Erste, erklärt dir Sachen, wo der Intellekt eines jeden 13-Jährigen locker ausreicht, wenn er neugierig ist, diese Gedankengänge mitzugehen. Stimmt oder stimmt? Nickt ja sogar mein Dieter. Andererseits soll es aber natürlich auch darum gehen, festzustellen, worauf der Ausdruck Existenz in den relevanten Gebrauchsweisen sich bezieht.
Ich gehe also davon aus, dass einiges existiert. Ich gehe, der Geist ist eine Eheexistenz. Es sind immer zwei. Plus und Minus ist immer gleichzeitig da. Du siehst bloß, wenn du limitiert bist, immer nur eine Seite. Die Ursache ist, solange du glaubst, da außen ist ein Universum, das unabhängig von dir existiert. Okay, nochmal, Uni heißt eins. Rot geschrieben ist U verbunden, N ist Sein und I ist Gott. Ein Verbundensein der Gott, Uni. Ich kann mal eins denken, das Eins, das ich mir denke, ist nicht die Eins, weil ich brauche immer einen Kontrast. Und Versum, drehen, wenden, schaukeln, zurückrollen, aufrollen, die ganzen Versionen. Das heißt, dass ihn, man sagt nochmal, dass ihn eins gekehrte. Das hat er nicht gecheckt. Existere heißt heraustreten, aus- und auftauchen. Das ist es. Jetzt wirst du merken, jetzt kommt so verkopftes, geistloses Geschwätz. Du wirst dann irgendwann einmal merken, dass wir sogar noch einen Schritt weitergehen, dass selbst Sokrates-Schriften, die voller Weisheit riefen, an demselben, selbst ein Sokrates in dem Plauder-Dialogen krankt an denselben Sachen. Da ist schon viel Weisheit da, aber was hier komplett fällt, zu begreifen, dass es kein Vorher gibt. Da auch hier ist schon in der ganzen Philosophie das materialistische Weltbild drin. Existiert und dass der Satz, dass einiges existiert, nicht bedeutet, keine metalinguistische Aussage ist. Also wenn wir über Existierendes oder über Existenz reden, reden wir nicht nur über die Gebrauchsweise bestimmter Ausdrücke, derart, dass sie diese Ausdrücke auch ersetzen könnten durch andere Ausdrücke, was beliebte Paraphrasestrategien sind, seit Frege, die in Quine kulminiert. Jetzt kommt die Art und die Art und die Art und die Art. Sodass sie am Ende existenzlos werden und nicht so etwas annehmen müssen, wie dass es auch noch eine Existenzeigenschaft gibt. Ich glaube also, es gibt eine Existenzeigenschaft, die einige Gegenstände wirklich haben und andere Gegenstände nicht haben. Das ist also auch ein Sinn, in dem ich Realist bin, der dann... Was jetzt passiert, dass ich, pass auf, einen 13-Jährigen, der die Grundlagen von Holofeeling verstanden hat, der hört sich wissenschaftliche Texte an, so wie wir gestern mit den Physikern, wo er seine physikalische Marienerscheinung hatte. Ich habe hier übrigens hunderte von Beispielen, wo die vor Computer sitzen und sagen, schau, das ist ein Atom, das ist ein Atom. Das, was du hier siehst, das ist kein Mensch, das ist keine Brille. Es ist einfach nur ein Arrangement von Helligkeiten, Unterschieden. Später zum Tragen kommen wird. Sich jetzt auch die Ontologie, so wie ich den Ausdruck verwenden möchte, beschäftigt sich also mit der systematischen Beantwortung der Frage, was Existenz bedeutet. Ja, also fregianisch gesehen mit dem Sinn und der Bedeutung von Existenz in einigen relevanten... Er müsste nur in ein Etymologie-Wörterbuch reinschauen und da steht es, ich erspare euch das, steht es genauso drin, wie ich es euch gerade erzählt habe. Verwendungsweisen. Warum sage ich das? Warum die Einschränkungen in einigen relevanten Verwendungsweisen? Weil es selbstverständlich so ist, dass in vielen natürlichen Sprachen Existenzaussagen in verschiedenen Kontexten so ausgedrückt werden, dass es sicherlich unmöglich sein sollte, hier Ordnung zu stiften. Also wenn Sie sich alle Verwendungsweisen von Existenz, wie würden Sie das tun im Übrigen, wie würden Sie die Daten erheben über alle natürlichen Sprachen hinweg? Und selbst wenn Sie sich auf eine Sprache beschränken, heute Abend zum Beispiel naheliegenderweise auf Deutsch, werden Sie sehr schnell feststellen, dass es miteinander unverträgliche Verwendungsweisen von Existenz gibt, sodass ich mich freimütig dazu bekenne. Das Problem entsteht übrigens auch nur, wenn man glaubt, da außen ist eine ganz bestimmte Welt, die genauso ist, wie sie da außen ist. Und die Unterschiede sind nur, dass man hier, schauen wir mal. Dass ich systematisch hier arbeite. Das heißt, ich konstruiere eine ontologische Theorie, deren Tugenden dadurch hervortreten, dass bestimmte Probleme vermieden werden können, die sich stellen, wenn sie andere Verwendungsweisen ins Zentrum rücken. Das heißt, die Tugend der Theoriebildung besteht einerseits darin, dass sie der Existenzeigenschaft, die es wirklich gibt, angemessen Rechnung trägt und andererseits im Labyrinth der ontologischen Theorieoptionen die Unangenehmen auszuscheiden vermag und die Kosten, die ich bewusst eingehe, paradoxiefrei artikulierbar. Da geht schon los, das ist paradoxiefrei. In jedem Wörterbuch steht drin Paradoxa, ein Paradoxon, ist ein Widerspruch. Jetzt genau zuhören. Das ist altgriechisch, das ist wie mit der Mathematik. Und es besteht aus zwei altgriechischen Wörtern, para,
kommt von Bar. Paris ist ringsum, heißt in unmittelbarer Gegenwart, hier und jetzt, um mich herum, wo ich hinschaue. Neben mir, das ist Para, um mich herum. Und Doxa heißt Meinung. Paradoxa heißt in meiner unmittelbaren Gegenwart, Paris, um mich herum ist meine eigene Meinung. Jetzt machen wir, das sind meine Experimente. Die Lügen, die ich mir um mich herum denke, die eigentlich in meinem Kopf sind. Außer ich mache es bewusst. Okay? Ich kann mir jetzt, ich wiederhole nochmal, ich kann mir jetzt ein Maß ausdenken. Mit dem Wissen eines heliozentrischen Weltbildes. Und ich kann mir jetzt ein grünes Maßmännchen auf dem Mars denken. Dieser Mars ist in mir und das grüne Maßmännchen, das ich mir drauf denke, ist auch in mir. Und jetzt kommt der Widerspruch von Existenz. Existiert jetzt auf dem Mars ein grünes Maßmännchen? Ja, selbstverständlich. Auf dem grünen Mars in meinem Kopf ist jetzt ein grünes Maßmännchen drauf. Ich denke mir das ja. Aber der Widerspruch ist, dass in Wirklichkeit auf dem Mars ja kein grünes Maßmännchen drauf ist. Das ist jetzt eine irreführende Formulierung von Existenz. So würde der das jetzt ausdrücken. Selbstverständlich ist der Mars auch dann da oben am Himmel. Zweites Gebot, macht dir kein Bild von irgendwas da oben am Himmel, wenn ich nicht dran denke, weil er tiefgläubiger Materialist ist. Das heißt, mit diesem Reduzieren, mit dieser Vereinfachung, löst sich dieses ganze Geschwätz von hier und jetzt ausgedachten Jahrtausenden Menschheitsgeschichte von einer Sekunde wie eine Seifenblase in Luft auf. Du kannst sterben, bevor du stirbst. Und das Irre ist, wenn ich nochmal sage, Holo-Feeling, was dir der Erste erzählt, du brauchst keinen Intellekt, das kann de facto sogar ein 13-Jähriger sofort überprüfen, du musst bloß meine Gedankengänge mitgehen. Stimmt oder stimmt? Das schockiert. Und das ist natürlich jetzt, wenn wir uns jetzt den ausdenken, der würde jetzt hier sitzen. Ach, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Würde das denn auch einleuchten? Und die Hauptschwierigkeit, wieso sind da meistens ganz unscheinbare Brösel? Weil um den Stand zu kriegen, hast du so ein extrem aufgeblasenes Ego. Ich habe hier diese schöne Schrift des Budo, die Weisheit des Budo, über Kampfkünste. Und mein Michael, wo ich über ironisch sage, unser Michael, mein Karate-Lehrer, der ist ja Karate-Lehrer, ist übrigens ein wirkliches Ass. Jetzt kommt er langsam im Alter, wo er sagt, dass im Kopf viele Sachen sind, die er körperlich nicht mehr machen kann, obwohl er noch ganz verrückte Sachen macht. Und da ist jetzt gerade in dieser kleinen Schrift, wo ich sage, dieser Kampfsport, es geht um Geistesdisziplinierung. Und der hat natürlich auch, wo die dann hier, das war wirklich Baseballschläger, 20 Stück auf dem Bein, da kannst du hingehen, und der ist wie wenn du auf einen Baseballschläger stimmst, der klein, mein kleiner Michael, den kannst du auf die Beine Baseballschläger zerschlagen, auf der Schulter, auf die Arm Baseballschläger, das lässt den total kalt. Das ist dieses extreme Disziplinieren des Körpers, Kampfkunst. Aber was er jetzt merkt, es ist eine Geistesdisziplinierung. Ich bin nicht dieser Körper. Und du kannst jetzt, da springe ich jetzt auch rein. Schau, das ist diese kleine Schrift. Die ist beim Redo, glaube ich, sogar auf der Seite. Hast du die auf deiner Seite? Und das ist jetzt das erste Mal hier schon interessant. Das ist jetzt so immer wieder das Klassische. Ich fange immer wieder von vorne an. Wenn du das liest, da bringe ich jetzt, dass du als Mensch, das ist ein Symbol, der Trockennasenaffenkörper ist ein Symbol, du hast 5 Sinnesorgane, und genauso hast du als Geist, rot geschrieben, 5 geistige Sinnesorgane. Und jetzt hast du es, mein lieber kleiner Geistesfunk, all ist Gott in einem Punkt. Raumzeitlich normaler Mensch, als normaler raumzeitlicher Mensch, das ist das, was jetzt in dir auftaucht. Wobei der Mensch jetzt, der Mensch auch nicht auftaucht, wenn taucht von dem Menschen eine Person auf. Das sind wieder unsere Ichs. Okay? Als normaler Mensch würdest du niemals auf die dumme Idee kommen, auf die spezielle Fähigkeit, auf eine spezielle Fähigkeit deiner 5 Sinnesorgane zu verzichten. Oder gar, wenn du sowas siehst, einfach GR eingeben, in den Madrid-Explorer, und dann kriegst du schon wieder, das ist erst einmal fremd, das heißt fremd, und das sind Reisende, die in der Fremden übernachten. Du bist ein GR. G, blau geschrieben, ist dein Gehirn, und das R ist deine Rationalität. Du bist ein Gehirnberechner, ein Programm, und du lässt dir von dem Programm, dem zweiten, einreden, dass du dich zurzeit auf einer E-Kugel befindest. Und darum bist du ein Reisender, da habe ich auch Reis, das Spiel. Du schaust in einen Spiegel rein und siehst jetzt das viele Zeug in dieser virtuellen Welt.
Und da schläfst du zur Zeit. Darum steht jetzt in den althebräischen Wörterbüchern Bagar ein Reisender, der in der Fremde übernachtet. Zwei Buchstaben an die ganze Geschichte. Okay, oder gar mit nur einem einzigen deiner Sinnesorgane leben wollen. Jetzt kann der selber schnell reinlesen. Wer nur sehen kann, kann nicht. Bla 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 bla. Ist klar, ne? Mit deinem persönlichen Glauben setzt du Geistesfunk, aber wie alle normalen Menschen, diese einfache Erkenntnis vollkommen außer Kraft. Ihr Materialisten, ihr seid so unendlich gescheit. Als normaler Mensch willst du jedoch nur mit einem einzigen Glauben leben. Ich bin Moslem, ich bin Christ, die das denken. Das wäre ja nicht einmal das Problem. Aber wenn du jetzt Christ bist, frage ich dich, was für einer? Ich bin ein Katholik, ich bin ein Protestant, ich bin ein Zeuge Jehovas. Das heißt, selbst wenn du bist ja nicht einmal der Christ, sondern nur eine Facette, eine winzige Facette aus dem Christentum, solltest du ein Christ sein. Also wird das einmal zu einem Christen. Das heißt, da darfst du nicht sagen, ein schöner Satz von mir, unser Papst, der ist kein Christ, weil er sagt, ich bin ein Katholik. Aber wenn er ein Katholik ist, ist er kein Protestant. Und dann ist er kein Zeuge Jehovas. Und dann ist er kein Mormone und bla bla, kein Amish und kein Hutterer. Das sind alles Christen. Der Spaß, die katholische Kirche nimmt ja für sich in Anspruch, dass sie der offizielle Stellvertreter Gottes auf Erden ist. Stimmt oder stimmt? Wir halten uns an offizielles Wissen. Jedes Kind. Für die, die es noch nicht begriffen haben. Offizio. In dem Weg treten sich Gegenstände im Weg verspannen. Jemanden blenden, beeinträchtigen, hinderlich sein. Das ist das lateinische Wort Offizio. Darum ist das Office, ist das Büro, das ist die Bürokratie. Jetzt lest die Worte. Es wird alles reglementiert. Nomen est omen. Das ist wie mit dem Kapital. Es geht nur um Kapital. Kapital erhält uns am Leben. Fragen. Jetzt sage ich nochmal im ganzen Ernst, ich habe es gestern gesagt. Du bist ein Gesegneter, weil ich in dir in Erscheinung getreten bin mit Holofeeling. Und ich garantiere dir jetzt, du Geist, der du mir jetzt zuhörst, du bist der Einzige, der was empfindet und fühlt. Du bist nämlich ein träumender Geist. Und du wirst bis in alle Ewigkeit auf dich einprügeln, wenn du das nicht zu deinem eigenen Glauben magst. Das hat nichts zu tun mit dem Brösel, der du jetzt zu sein glaubst. Weil ich unterhalte mich jetzt nicht mit einem Gedanken von dir, sondern mit dem, der mich jetzt denkt. Ich, Brösel Udo, ist jetzt ein Gedanke von dir. Und ich bin schon wieder weg, wenn du mich nicht mehr denkst. Und dann habe ich den ganzen Scheiß, wo du jetzt denkst, wie scheiße es mir geht, ist dann auch weg. Okay. Wir machen da ganz kurz weiter. Das ist die Schriften, ist ja jeder, der eine Resonanz kriegt, wo er sagt, boah, das ist anders. Unterhalte ich mit der Dion, unterhalte ich mit Leuten, die da war es nicht ganz so schlimm, aber du warst Dieter. Wenn der große Fischer kommt und man hängt an der Angel, beim Dieter war mehr Leine geben. Wieder wenn wir ranholen, wieder Leine geben, das ist in Dieter sein Leben. Als normaler Mensch wirst du nur mit einem einzigen Glauben leben, nämlich mit dem einzig richtigen Glauben, deinem jetzigen Glauben. Wieso ist dein jetziger Glaube der einzig richtige Glaube? Weil du feststellen wirst, wenn du dich mit anderen Glauben auseinandersetzt, dass die alle vollkommen unlogisch sind. Aber hundertprozentig, dass das Problem daran liegt, dass dein Glaube wie ein Computerprogramm ist und dass natürlich alles, was dein Programm, deine Logik aufschmeißt, für dich logisch ist und alles, was deinem Programm widerspricht oder sogar komplexer ist, wie dein Programm total falsch und verkehrt ist. Das ist die Computermetapher. Was sollte dir denn logisch erscheinen wie deine jetzige Logik? Setze für Logik glauben, das ist auch deine Beschwörungskunst. Und darum lebst du auch in der Welt, die du dir ausdenkst, die muss so sein, wie du sie dir ausdenkst. Auch die Naturgesetze, die du dir mit deinem Glauben ausdenkst. Jetzt kannst du wieder sagen, ich habe ja gar keine Ahnung von den Naturgesetzen, ich bin doch kein Physiker. Ist auch gut,
wenn du jetzt über den Dingen stehst, haben wir da so einen kleinen Idioten, der sich als Deppen ausdenkt und sagt, der denkt sich und er denkt an Physiker. Und er denkt sich, der Physiker, was wie die Naturgesetze sind, da kann ich ja nicht mitreden. Aber ich weiß es doch nicht, weil du dich automatisch wieder zum Dummkopf machst. Aber ich sage jetzt nochmal, du bist der, der sich beide ausdenkt. Wenn du träumst und dann auch noch so ein intellektueller, gescheiter Schwätze in deinem Traum auftauchen. Wer ist für das, was eine Figur in einem Traum spricht, verantwortlich? Zuerst einmal der Geist, der träumt. Der Einfallspinsel, wie ich das nenne. Aber der dann auch wieder nicht, weil der Pinsel oder der träumende Geist, ja, der Pinsel hat ein Maul und der träumende Geist hat seinen Intellekt. Das ist dein Schwamminhalt, den du dir aber auch wieder nicht raussuchen konntest. Wenn du das oft genug wiederholst, und da sitzen jetzt viele, die wiederholen das seit 15 Jahren, jetzt hat dich wieder jetzt ausgedacht, die werden dir bestätigen, das erscheint dir dann irgendwann mal relativ schnell vollkommen logisch, was dein Zweiten, dein Ego in dir nicht hindert im Alltagsbewusstsein. Das ist ein Riesenunterschied, ob du mit dir alleine bist, die Schriften liest, ob du den Udo zuhörst als Pixelmännchen oder vielleicht real und dann gehst du wieder, weil es auf deinem Programm, auf deinem Film drauf ist, auf die Arbeit, ins Büro und dann ist es alles weg. Komplett. Stimmt oder stimmt? Gut. Alle von dir Geist aufgrund, siehst du, der Schöpfer ist verbundenes Wissen im Geist. Und das ist es rund. Das können wir jetzt alles wieder aufhören. Aufgrund dieser Worte. Worte heißt übrigens Melim. Das ist die Mehrzahl. ML, Gestalt gewordenes Licht. Diese Radix alleine heißt gegenüber und beschnitten. In jedem Hebräisch-Wörterbuch. Im Langenscheid kannst du sofort nachschauen. Machen wir ganz kurz. Für einen Zweifler. Ihr habt es nicht nötig, aber es schadet nicht. Wenn man Heiko zum Beispiel ist. Das heißt beschneiden, beschneidender Vorhaut. Das ist die Vorhautbeschneidung, ist die Mila. Das hebräische Wort Mel, die Grundradix Mel. Beschneiden. Und das im Langenscheid steht gegenüber und beschnitten. Jetzt pass auf, interessant, Gag. Es ist was gegenüber und das, was gegenüber ist, ist immer eine Gedankenwelt und die hat zwei Seiten. Das sind das, die zwei Spiegel symbolisieren plus minus. Und das wiederum ist auch beschnitten von dir. Hier bin ich und dort ist das Gegenüber. Und darum wird es dein Gestalt gewordenes Licht. Das ist ML. Ich habe gestern jemanden, Dieter, da hat er so lange gebraucht, habe ich gesagt, wenn mir das hebräische Wort Wasser anschauen. M-I-M. Habe ich so oft erzählt. Das spricht man nochmal Mem aus. Mem. Das wie bei I. Das I wird auch E ausgesprochen. Zum Beispiel Beet schreibt sich Beet. Und wenn ich jetzt da runtergehe, habe ich das geistige Meer, das bewusste Gotteskind und nochmal ein geistiges Meer. Das ist, du stehst praktisch zwischen JCH und UB. Da nehme ich dich in die Arme. Und jetzt ist es also so, dass das M alleine, wenn wir es jetzt Bau lesen, für eine Gestaltwerdung steht. M ist immer die 40. ist die Gestaltwerdung. Ups. Und jetzt nur diese drei Zeichen. IM heißt ja das Meer. Okay? Das M als Vorsilbe gelesen, habe ich gerade angesprochen, heißt immer von, aus und von. Ganz normale Grammatik. Dann heißt es ja vom Meer oder aus dem Meer. Wo kommen die ganzen Gestaltwerdungen, die Gedankenwellen her? Aus dem Meer. Jetzt ist aber dieses M bei Wörtern, wir haben gerade die Mila gehabt, ist auch ein Plural. Und zwar im Hebräischen gibt es einen weiblichen Plural und einen männlichen. Das heißt, die weiblichen Wörter. Die enden immer mit HT und HT ist eine aufgespannte Erscheinung. Das wird dann übrigens Ott gesprochen. Okay, das kannst du dann, wenn du reingehst, steht es dann noch mit drin. Und die männlichen enden mit IM. IM ist Plural in Bezug auf Männer. Okay, da gibt es aber viele Ausnahmeregeln. Zum Beispiel Scham. Schem. Also Shin Mem geschrieben. Dieses Wort, je nachdem, ob ich das Scham oder Schem ausspreche, das ist die Aussprache, es ist ja nur Schm. Das steht da. Ich kann jetzt Scham sagen, ich kann Schem sagen. Sofort ändert sich die Perspektive auf diese Radix. Das heißt zum einen Wort und zum anderen Namen. Okay? Dieses Wort Name, wir sagen mal Name, dieses Wort Name ist laut Langenscheid-Wörterbuch maskulin. Dann heißt ja, die Namen müsste dann Schem mit Jom-Endung sein, die maskuline Endung.
Da ist aber eine weibliche Endung dran, weil das Schar mit dem Jom dran heißt nämlich Himmel. Der Schamaim. Also Shin Mem Yom heißt Himmel. Wenn ich jetzt Namen schreibe, heißt es Shemot. Also mit einer Ortendung, obwohl rein grammatikalisch, und da liest du dann in den Grammatikwörterbüchern, ja, es gibt dann schon viele Ausnahmen, dass nicht zu Doppeldeckungen kommen, dass man das, wenn ich das nur ohne Vokalisierung hinschreibe, alleine weiß ich nämlich nicht, heißt das jetzt Namen oder Himmel? Und dann haben wir sich, ich sage mal, geeinigt, denken wir uns jetzt einfach aus, dass Shamim, Shamaim der Himmel ist, und zwangsläufig müssen halt dann die Namen im Plural müssen dann anders sein. Wieso ich euch das jetzt alles erzähle, ist schlichtweg und einfach, wir reden von einer Mehrzahl. Die Mehrzahl ist es mehr, und dann machen wir den Rückholfall, und dann kommt als nächstes die Geburt einer Schöpfung, das ist die Zahl, ich erzähle euch ja jetzt etwas. Und da haben wir doch gerade schon festgestellt, dass das hinaus heißt, hinaus, auch DR, die Öffnung einer Berechnung, ich gebe es fürs hier mal ein. Das ist eine Generation. Ich könnte jetzt den Bodenbelag, der für dich sofort wieder eine Fläche ist, wo was drauf ist, die Wasserfläche, wo Oberwellenkräusel drauf sind. Bo heißt übrigens, in ihm sind geöffnete Existenzen, das heißt Urteilen, wenn wir das eingeben. In ihm sind Urteile. Und das ist dein Bodenbelag. Diese Mehrzahl ist der Dreck des Hinaus. Das führt uns jetzt automatisch zum nächsten, zu HL. Das ist das wahrgenommene Richtblau gelesen. Okay. Und dieses Quintessenzlicht, das du hast, das ist es mehr. Das ist die Lampe im Projektor. Und das wahrgenommene Licht, das heißt das physikalische Licht einer Traumwelt, das ist ESMC Quadrat hoch 2. Das ist die Einstein-Formel. Und die Einstein-Formel sagt, dass Energie, in dem Fall Geist, ständig in eine andere Gestaltwerdung von ausgedachtem Licht umgewandelt wird. M ist Gestaltwerdung ML. Das ist Energie, ist M mal C, weil C, C Quadrat steht für Licht. Im moderierten Zustand. Was ich jetzt prinzipiell sagen will, es ist Physik. Nochmal, Holofeeling ist allumfassend. Alle Formeln in den Physikbüchern, da schauen wir uns dann welche an. Die musst du nicht wissen, wenn du Holofeeling verstanden hast. Ich sage, mein Michael, mein Pudu-Lehrer, mein Michael, wenn ich dir der physikalische Formel zeige, die er noch nie gesehen hat, und ich sage, erklär mal, was da steht, der erklärt mir das 100-mal besser wie ein Nobelpreisträger der Physik. Weil er nämlich nur das erklärt mit Vorstellungen, wo er an der Uni gelernt hat. Und bei Theologen ist es dasselbe. Das heißt, wenn du die Bibel liest, dann ist Adam und Eva, wir haben doch die Sache mit der Schlange schon gehabt, dann ist Adam und Eva plötzlich irgendein Neandertaler-Bärchen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und dann ist der Adam der Mann und die Eva die Frau, wo es doch ganz klar im Vers 26 schon heißt, dass der Adam männlich und weiblich ist. Und die eigentlich eins sind. Da muss ja die Eva was ganz was anderes sein. Tschava, Eva aussprechen, ausdrücken und ein Erlebnis haben, steht im Langenscheid bei dem hebräischen Wort, was in der Bibel mit Eva übersetzt ist. Sag ich nicht immer die Frau, das ist deine Traumwelt. Das ist die Traumwelt, die du erlebst, weil du sie nach außen drückst, durch das Aussprechen, symbolisch Ausdrücken von Worten. Und um das zu verstehen, musst du Deutsch können. Deus, Deus, Alemannisch, aller Männer. Ihr seht aller Männer. Und jetzt machen wir den Sprung. Wo machen wir den Sprung? In zum Panda-Bär. Die schöne Szene, wo der Panda-Bär sagt, wir sind Nudelmänner, der Papa vom Panda-Bär. Udo-L-Männer, wir sind Nudelmänner. Das ist nur, die Nudelmänner können eine richtige SUB, Sub, ein Suff, die richtige Suppe kochen, dass die richtig aufsprudelt. Gott ist ein lustiges Kerlchen, glaubt es mir. Auch wenn er teilweise als eine sehr erbärmliche Kreatur in Erscheinung tritt. Gut, lass uns damit weitermachen. Passt jetzt gerade schön, okay? Alle von, wir haben jetzt nur das Miller. Ich habe jetzt minimal von dem Miller erzählt. Von dieser Beschneidung in dir selber. Der Beschneidung des dickes Gestalt gewordene Licht auf der Oberfläche des Meeres. Normale, normierte, weil so programmierte Trockennasenaffen sind mächtig stolz auf ihren Glauben.
Fragezeichen, wieso? Ist dein Glaube wirklich dein Glaube? Ich garantiere dir, wenn ich dich als Baby adoptieren lasse, in Persien bist, das haben wir auch übrigens in den Offenbarungen, wenn du in Rom aufwächst, bei einer tiefgläubigen Familie, katholisch, bist du hundertprozentiger Katholik. Und jetzt können wir einsetzen, wenn du in Persien, in Istanbul aufwächst oder da aufwächst, bei einer türkischen, bist du hundertprozentiger Moslem. Ich kann ein Baby nehmen und ich tue das nur als Adoptivkind in eine Familie. Ihren Glauben, meinst du, das ist dein Glaube, was du glaubst? Meinst du, dass das, was dir gefällt, ist dein Geschmack? Wenn junge Leute sagen, ich habe meinen eigenen Style. Wir sind so geistig, ihr als in Form von normalen Menschen, ihr seid so unendlich geistlose Affen. Egal, wen ihr nachäfft. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Rido, stilles Eingeständnis und Schweigen. Das ist der Aphorismus. Gut, jetzt nochmal. Weil normal so programmierte Menschen sind mächtig stolz auf ihren Glauben, ihre persönliche Religion. Und als eventuelle Nationalisten sind sie auch so mächtig stolz auf ihre blaublütige Vergangenheit des Primatenvolkes, dem sie sich zugehörig fühlen, weil sie angeblich von diesem Volk abstammen. Zumindest glauben sie das, weil sie so erzogen und so programmiert wurden. Ein wirklicher Mensch, das heißt der bewusste Geist, der, siehst du das jetzt, die vier Spiegel mit dieser Öffnung deiner Berechnung, das symbolisiert es in dieser Schreibweise. Das sind die vier spiegelnden Räder, wo du zum Schwingen anfängst. Das sind deine Generationen in deinem Kopfkino. Der sich jetzt diese Menschen ausdenkt, sieht natürlich ganz anders aus. Er weiß, dass ihm Gott ebenfalls fünf Sinnesorgane gegeben hat. Diese fünf geistigen Sinnesorgane sind natürlich wesentlich komplexer gestaltet als die fünf Sinnesorgane dieser Modim, dieser Leute, dieser Menschen, dieser Trockennasenaffen, gestaltgewordene Erscheinungen des Meeres, heißt auch die Toten des Meeres. Lass die Toten ihre Toten begraben. Drum sage ich, als der, der ich bin, mir gehen die Menschen, die du in deinem Traum dir ausdenkst, vollkommen am Arsch vorbei. Das heißt, diese sterblichen Menschenaffen, es handelt sich dabei um die fünf geistreichen Glaubenssysteme, Judentum, Christentum, Tum mit D. Kann man weiches D mit zwei M auch hinsetzen. Das spielt nicht so viel Rolle, wenn du es normal nimmst. Wenn du die Schriften geistreich liest, ist das sehr harter Tobak und geistreiche, ernährreiche Kost. Islam und Naturwissenschaft. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 und die Weisheiten der ganzen asiatischen Religionen. Das sind die fünf. Ein bewusster Mensch wird niemals auf die dumme Idee kommen, auch nur auf eins dieser fünf Sinnesorgane zu verzichten. Oder gar mit nur einem einzigen dieser Sinnesorgane leben zu wollen. Das heißt, solange du sagst, du bist ein Katholik, übrigens das lateinische Wort Katholikos heißt das Ganze betreffen. Das ist die größte Lüge, die es überhaupt gibt. Weil wenn der Papst, der Chef der katholischen Kirche, der Kirche wäre, die das Ganze betrifft, dann müsste die sich selber sagen, er glaubt an Holofeeling. Es gibt nichts Katholischeres wie Holofeeling, wenn du weißt, dass Katholikos das Ganze betreffend heißt. Stimmt oder stimmt? Gut. Weil sie dann, wie beim Spiel der oben aufgezeigten menschlichen Dummheiten, seine geistige Weltwahrnehmung nur sehr einseitig und damit auch nur für ihn sehr unvollkommen präsentieren würde. Die kabbalistische Hierarchie von Chi-Chi, ich Gottes, jetzt kommt hier diese Sub, da kann man jetzt nicht so weit, das kann man lesen. Das ist einfach eine Hierarchie, die aufgestellt wird, wenn du den Kabbala-Baum nimmst, in der klassischen Kabbala haben wir den Sefirot-Baum, der beginnt ja bei Keda, das setzt mal jetzt die Eins, was übrigens auch ein Fehler ist, wenn du nur die klassischen Kabbala-Schriften nachplapperst, die sind auch noch fehlerhaft. Der Keda ist Null. Keda ist Eins, was auch die Krone heißt, in dem Wort Krone steckt es ohne das Wann schon drin, das englische Wann, dann ist Kogma, die Weisheit, ist dann praktisch die 2 und Bina ist die 3. Und ich sage jetzt, wir setzen für Keda 0 und Kogma, die Weisheit, das Allumfassende, das ich mir jetzt denke, ist die 1, die ausgedachte 1 und Bina heißt der Verstand, das ist der oder das ist die 2, Bi, in mir sind immer 2, darum ist das griechische Wort Bi heißt 2, bisexuell. Im Griechischen heißt Bi in mir. Jetzt verbinden wir das wieder, wir machen ja Holofeeling. In mir sind immer zwei, nämlich ich und das, was ich mir ausdenke.
Und das, was ich mir ausdenke, ist dann wieder zwei, weil wir jetzt in das Spiel kommen, dass egal was du denkst, entsteht im selben Moment nochmal das Spiegelbild. Sobald ich an vier denke, vier, muss nochmal ein vier da sein, plus vier, minus vier. Das genau genommen dann wieder nichts ist. Das ist die Heiligkeit für den, der immer heilig denkt. Ja, du kannst was erleben, ohne dass eigentlich was passiert, wenn du immer im Gleichgewicht, in der Balance bleibst. Weil ich das, was ich denke, im selben Moment automatisch, im selben Moment neutralisiere. Wenn ich mich krank denke, denke ich mich im selben Moment gesund. Einer, der glaubt, er ist krank, der glaubt, er war vorher gesund und das, was vorher war, ist er jetzt nicht. Obwohl das er jetzt denkt. Merkst du, jetzt gehst du in die Vergessenheit. Das ist ein Spiel, wo man begreifen muss. Gut, das heißt, ohne das Bewusstsein UBs, SUB, Sub, das, die Radik Sub, übrigens, Juden sprechen das Sof aus. Es, dieses Waff, schau da unten hin, hier unten hinschauen. Das wird nämlich im Jüdischen W, W, V, O und U ausgesprochen. Das habe ich schon zigfach erklärt. Es ist sehr wichtig, wie man es ausspricht. Aber jetzt ist es ja so, dass dieses Sub, das ist das B, das ist das hebräische Wort für das Ende. Sub, das göttliche Bewusstsein von UB 86 erleben. Das ist das Bewusstsein Gottes. Dieses Ein Sub, wir haben zuerst das Ein, das heißt nicht existierend. Dann kommt ein Sub, das nicht existierende Ende. Was bedeutet Existenz? Heraustreten aus. Das Meer kann nicht selbst aus sich heraustreten und eine Welle aufschmeißen, die genauso aussieht wie es selbst, weil es ja die Synthese dieser Welle ist. Drum kann, um das jetzt endlich einmal klarzustellen, ich räume jetzt mit dem Wahn der Diskussion auf, ob Gott existiert oder nicht existiert, der Rotgeschriebene, der wirkliche Gott, kann nicht existieren. Selbstverständlich kann Gott existieren. In dem Moment, wo ich an Gott denke. Aber der Gedanke Gott ist nicht Gott. Es ist ein Gedanke von jemandem. Und der sich Gott ausdenkt, ist viel mächtiger wie der Gott, der ausgedacht wird. Weil egal, wer sich an Gott ausdenkt, selbst wenn sich einer denkt, es existiert kein Gott, soll ich stimmen, wenn du nicht an ihn denkst. Jetzt muss man verstanden haben, selbst wenn du etwas verneinst oder verneinen willst, negieren willst, musst du dir das aus der Einheit heraus vor dich hinstellen, um behaupten zu können, dass es das nicht gibt, muss es zuerst einmal in die Existenz treten, dass du sagst, das Ding existiert nicht, obwohl es im selben Moment ja existiert. Das ist das hier. Diese Art, dieses Denken sich anzueignen, halt deinen ganzen Traum. Okay? Und jetzt ist es dieser El Hayom, ohne diesen nicht existierenden Urgrund, der immer ist, der im Meer ist. Darum betone ich nochmal, du Geist bist immer, du bist Geist von meinem Geist. Die Wörter, die ich jetzt spreche, das Wort Geist ist kein Geist, so wenig wie das Wort Nichts, Nichts ist. Das eine ist das Geräusch Geist, das andere ist das Wort Nichts. Und du solltest jetzt wissen, wenn dieses Geräusch in dir auftaucht, was es bedeutet. Das kann gewusst werden, aber es kann nur vom Geist gewusst werden. Der Computerprogrammer, der Schwätzer, kann das nicht wissen, weil der nur was Ausgedachtes ist. Jeden Schwätzer, den ich mir ausdenke, der weiß immer bloß das, was ich mir denke, dass er weiß. Das heißt, wenn ich mir jetzt denke, ich denke mir jetzt an aus und sage, der ist ja so gescheit, dann kann der gar nicht dumm sein. Weil jeden, den ich mir denke, der muss so sein, wie ich mir ausdenke. Und wenn ich sage, der Donald Trump ist ja so blöd, dann hat er in meiner Welt zumindest. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und jeden Menschen, den du dir ausdenkst, ist nur, wenn du ihn denkst. Und er wird genauso sein, wie du in dir denkst. Und du kannst dir jetzt welche denken, die existieren dann. Und kannst dir von dem Schwätzer in dir einreden lassen, dass es den schon seit 2000 Jahren nicht mehr gibt. Weil der ist ja vor 2000 Jahren schon gestorben. Dann kommt ein anderer und sagt, den hat es ja nie gegeben vor 2000 Jahren. Der hat noch nie existiert, der Jesus. Obwohl er in dem Moment in seinem Kopf existiert. Weil er denkt ja in dem Moment, ist ja die Gedankenwelle, Vorstellung Jesus aufgetaucht. Darum habe ich ganz klar gesagt, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf. Und den Kopf, den ich jetzt meine, ist nicht der Trockennasen auf dem Kopf.
der ist nur ein Symbol. Es ist immer, was auftaucht, ist ein Symbol für etwas, was geistig verstanden werden muss. Und es ist halt schlichtweg und einfach so, dass du Geist ewig bist. Also ich als Brüssel Udo bin es Gott sei Dank nicht. Was meint ihr, wie gut es mir jetzt dann geht, wenn du mich nicht mehr denkst? Und solange du mir denkst, bin ich nur, weil du mich denkst. Und dann geht es mir so, wie du mich denkst. Und da du jetzt die ganze Zeit beim Zuhören mit Sicherheit nicht dran gedacht hast, dass dem Pixelmännchen schlecht geht, ist mir relativ gut gegangen. Jetzt, wo wir davor reden, kann man das schon wieder ein bisschen feiner stufen und neue Gefühle aufschmeißen. Gut, also jetzt pass auf. Ohne UB gäbe es keine, und da steht jetzt Torah. Die Torah ist das hier. Das Torah, das hebräische Wort Torah, heißt nur Reihe. Das ist, ich habe doch gerade gesagt, die Grundrolle ist die R. Das ist die Reihe. Dann haben wir gesagt, wir können ein Waff dazwischen machen. Dann spannen wir die Reihe auf. Okay? Reihe. Jetzt haben wir die Schlange. Wie war das nochmal mit den Gläsern im Meer? Plus, minus, plus, minus, plus, minus. Und jetzt, das ist wie mit Leben und Lebener. Die Ziegel auf dem Dach, das Leben, die Oberwellen auf den Grundwellen, beginnen erst, wenn wir hier diese Reihe eine gewisse Wahrnehmung reinschieben. Und jetzt kriegst du das mosaische Gesetz, der Entwurf, die Lehre, die Weisung. Die Torah ist die fünf Bücher Mose. Ich nehme die Torah, den ganzen Tenach, der Tenach sind die ganzen das ganze Alte Testament. Aber Torah bezieht sich in der Regel zuerst einmal auf die fünf Bücher Moses. Was übrigens der Koran beginnt, gleich am Anfang im Koran steht, dass diese Torah, die fünf Bücher Moses, für jeden Moslem absolut geltendes Gesetz sind. Steht im so Beginn der Koran. Kann man alles nachschauen. Jetzt habe ich gesagt, alles, was ich behaupte, kann jeder 13-Jährige hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen. Und wenn ich sage, in dem Buch steht das, wenn du jetzt zuckst, das ist oft gleich im ersten Moment, wirst du feststellen, dass da genau das drin steht, was ich dir sage. So, Budo. Es gibt keine Torah, weil dieser El Hayom hat ja die Torah gemacht. Die Torah ist die geheimnisvolle Reihe der schöpferischen Zeichen. Diese Elementarenergien. Und ohne die Torah gäbe es keinen, was heißt das, Redo? Adam Kapmon, siehst du, ist alte Hebräer. Unser Schweizerli. Das ist, in der jüdischen Glauben ist es der erste Mensch. Das ist der Adam, der nach Gottes Eben beilet. Es ist eben im Kind. Wobei das Ben, du kannst es eben als Lateinisch lesen, heißt es ja Ex. Und BN ist eine polare Existenz. BN. Und das ist der Sohn. Ohne diesen Adam gäbe es keine Modim. Weil der Adam ist ja der, der sich in seinem Traum die Modim, die sterblichen Menschen, reindenkt. Merkst du, jetzt macht es schon ein bisschen einen Sinn. Selbst wenn man ganz verblödet ist. Und jetzt pass auf. Und es gäbe auch keine Inoshot. Enoshot ist das hebräische Wort für Menschheit. Die kann man noch anders, es gibt da manche Song. Enoshim, Enosh, kann man ganz kurz, der wird auch oft ohne Waff geschrieben, der schreibt sich mit einem Elef. Ich kann jetzt das schreiben, das ist der Mensch, die Menschheit abstrakt. Das heißt, das da mal abnehmen, kränkeln. Okay, sobald abnehmen, sagen wir mal reduzieren. Ein Abnehmen ist ein Reduzieren. Wenn du deinen allumfassenden Geist reduzierst auf den Intellekt, den du zurzeit Re heißt böse, schlecht. Du bist böse, schlecht. Und jetzt ziehst du dich mit Tieren reduzieren. Wenn du dich mit diesem Geist, mit diesem Tieraffengeist ziehst, reduzierst du dich, weil du deinen göttlichen Geist, du bist eigentlich ich, extrem limitierst. Okay, und darum ist es, dann fängst du zum Krängeln an, menschliche Eigenschaften zuschreiben. Ich erkläre die ganze Zeit, ich unterhalte mich jetzt nicht mit einem Trockennasenaffen, mit einem Enosch, sondern mit einem Adam, den ich erschaffen habe. Und jetzt können wir da das Anosch, normalerweise habe ich das auch so geschrieben. Jetzt kommen wir hier in Mensch, Menschheit, Menschenart, Vermenschen, gefährlich. Glotze mal in deine Außenwelt durch die Röhre. Die ganzen Tiere, schau in die Zeitungen rein, schau in deine Außenwelt durch die Zeitungen. Mach dir bewusst, was hier und jetzt ist, nur wirst du merken, wie gefährlich diese Tierchen sind. Und umso mehr sie meinen, sie sind die Guten, umso gefährlicher werden sie.
ob man jetzt gut in Bezug auf islamterroristische Aktionen oder in Bezug auf Gutmenschentum neinen, umso mehr einer meint, er ist gut, nur gut, umso mehr Feindbilder hat er, aber im selben Moment entstehen Feindbilder. Das heißt, dass gerade die Menschen, die am meisten, dass sie ja die Besten sind, sind umgeben von lauter bösen, bösen Menschen. Und die kommen gar nicht mit, dass die nicht auch gut sein wollen. So, hoffnungslos, unheilbar und verzweifelt. 2F in L, das ist das Joch. Gut. Und dort ist jetzt aufgespannte Erscheinungen, das ist die weibliche Mehrzahl. Ohne diese Menschheit, ohne diese Trockennasenaffen gäbe es keine Glaubensgemeinschaften. Weil eine Glaubensgemeinschaft besteht ja aus diesen Trockennasenaffen. Magst du, ich mache jetzt eine Hierarchie, bloß von der 1 zerbröselt ausgehend. Kein Judentum, kein Christentum, kein Islam, keine Naturwissenschaft. Atheismus ist auch ein Glaube. Egal an was du glaubst, es ist ein Glaube. Auch nicht an Gott zu glauben ist ein Glaube. Eine Beschwörung, Aum. Und auch keine anderen Religionen. Ohne die Tora gäbe es keinen Abraham. Das heißt Abraham, da habe ich da Stammvater hingeschrieben. Und ohne, aus dem Abraham entspringen übrigens Ismael, Sohn Abrahams, das ist der Stammvater der Moslems. Und das ist immer wieder, dass hier letztendlich Moslem, Islam und Christentum sind alles aus den Söhnen Abrahams entsprungen. Das sind Zweige, die haben einen Urvater. Abraham war kein Tier, das war kein Jude. Wo kommt er her? Wie heißt es? Ur. Die Wururzel. Die Wururzel. Okay. Wo war man? Und auch keine anderen Religionen. Ohne die Tora gäbe es keinen Abraham und ohne den Abraham gäbe es keine Rido? Generation. Tor, Abraham, das ist das ist die Geschlechter, heißt es auch, die Generationen aus den Abraham heraus. Abraham beginnt übrigens mit dem Vater, ne? Ab, der aufblüht. Das sind die Generationen. Jetzt merkt man schon, dass das nicht einfach Märchengeschichten sind. Interessant ist, wenn wir Zahlen einsetzen, es ist wirklich ein Computerprogramm. Das ist eine reine Schöpfungsstruktur, so wie ein Computer funktioniert. Und das ist das Programm, wo diese Welt erschaffen wird. Extrem gezippt. Das ist das Wunder. Weißt du, wie oft in der Tora, im Tenach, wie oft das Wort Computer vorkommt, was natürlich nicht als Computer übersetzt wird. Du schau im langen Heide Hebräisch Deutsch nach, was Computer heißt und dann suchen wir den Tenach durch. Kann man dann machen, wie oft das Wort Computer vorkommt, habe ich, glaube ich, im Fingenstall gezeigt. Und dann wirst du feststellen im Kontext, dass du, das wird natürlich dann als der Rechnungsführer übersetzt, der das alles berechnet vom Pharao und so weiter und so fort. In dem Beispiel bist du selbst der Pharao, der König von Mitzrayim, wo alles in persönliche Besitzer eingeteilt ist und die Sklaven. Kein Judentum, kein Christentum und keinen Islam. Und jetzt kommt dieser Sefirot. Ein habe ich jetzt, heißt nichts, echt nicht existierend. Ei heißt nichts, N am Ende nicht existierend. Ein Sub, das ist das nicht existierende Ende, das ist die Energie in den Physikbüchern, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Ein Subor ist das nicht existierende Lichtenergie. Jetzt kommt dieses Keder. Aber das gehen wir jetzt nicht durch. Die Krone heißt auch wie eine Reihe, weil Tor, wir haben wieder die Tora. TR, Kaf als Vorsilbe heißt wie eine Reihe. Heißt auch umzingeln. Drum ist es nicht die 1, sondern die 0. Wenn man das jetzt sieht. Drum ist es die 0. Das Wort heißt auch umzingeln. Die Krone. Und jetzt haben wir das, was da drin ist. Die Weisheit, die Einheit. Das ist dann hier das Kogma. Die göttliche Weisheit, wie in mir ist eine existierende Wahrnehmung, wird jetzt zwangsläufig dann zu D3, zur 3, was normalerweise hier 0, 1, 2, die Trennung, wird immer um 1 verschoben, kommen wir dann 4, aber das brauchen wir jetzt nicht machen. Müsst ihr auch nicht wissen, Dieter, das ist jetzt so Sachen. Das ist für die Insider, da bist du noch viel zu sehr außen. Alles hat seine Zeit. Jetzt pass auf. Könnt ihr nachlesen, ist alles kostenlos im Internet. Internet bist du selber. Du musst nur das hochholen und dann taucht es auf.
kriegst alles von Gott geschenkt. Ein Mensch ist ein Individualbewusstsein, schon eine schöne Sache. Eine Division ist eine Teilung. DI heißt, die Öffnung deines Intellekts wird zu einer Vision. Dass du was sehen kannst, brauchst du einen Unterschied. Stimmt oder stimmt? Ein weiß geschriebener Namen auf einem weißen Blatt Papier kannst du nicht sehen. Und darum sage ich, das heißt jetzt, das Sein, dieser göttliche Sein und das Gottesbewusstsein fängt erst innerhalb dieser vier, das ist übrigens eigentlich, steht jetzt, wenn ich mir das hier anschaue, steht hier eigentlich mit etwas Fantasie schon drei. Weil das steht hier für vier Spiegel und die vier ist ja der Buchstabe Dalet. Dalet ist die vier. Und darum ist die Reihe heißt vier Spiegel. Und die ist die Öffnung. Da öffnen sich vier Spiegel und da kriegst du jetzt drinnen geöffnete Intellekt. Die Öffnung des Intellekts erzeugt die Visionen. Ein geistiger Redo. Jetzt haben wir den Computer. Das ist das hebräische Wort für Computer. Ist ohne die Tora, das heißt ohne das Programm, ohne diese Zahlenstruktur, ohne die Reihe im Hintergrund, wäre dieser Mensch wie ein Computer ohne Betriebssystem oder ohne Programme. Ein Mensch ohne Tora ist ein Computer ohne geistiges Betriebssystem. Jetzt wird es hier erklärt. Ohne persönlichen Intellekt kann ein Mensch keine persönlichen, das ist die Welt, erschaffen. Das Königreich. Das heißt Königreich, das ist der unterste. In unserem Fall jetzt, wenn wir mit der Null beginnen, das ist Malkut, ist das mit einem persönlichen Leck erschaffene Königreich eines Menschen. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Der Witz ist, wenn wir bei Null beginnen, ist das die Neun. Und Neun wieder steht für die gespiegelte Welt. Darum macht es jetzt wesentlich mehr Sinn, wenn man das so einteilt. So, und jetzt... Ohne Naturwissenschaft wiederum würde kein raumzeitlich ausgedachter Matrix-Kosmos, Kosmos heißt nur Ordnung. Das griechische Wort Kosmos heißt nur Ordnung. Und Universum heißt in eins gekehrt. Und wenn du dies alles, was da außen ist, dass du dir ausdenkst, wieder in dich hineindenkst, dann kriegst du langsam die göttliche Ordnung von Ubi mit. Und das soll nicht, das will ich nicht und das muss vernichtet werden, dass die Welt besser wird und das muss vernichtet werden. Es ist ein Verändern, indem wir die Hierarchieschichten verändern. Ich erinnere nochmal an meine kleine Geschichte mit dem Haar. Dein Basic, dein ganzes Wissen, das ganze Wissen der Welt, die du dir ausdenkst, symbolisiere mir mit dem Buchstaben H. Jetzt komme ich und sage, ich mache dich platt, Computer, ich hau dir deine ganzen Programme raus, dein Betriebssystem raus. Das ist wie wenn du mir dein Haar zurückgibst. Dann muss dir klar sein, du kannst nicht mehr träumen. Dann bist du wirklich weg. Rot geschrieben, nicht mehr da. Du bist der Geist. Ohne Intellekt kann ich träumen und da Geist etwas ist, was man nicht denken kann, fällt es in ein absolutes, nicht denkbares Nichts zusammen. Weil du mir aber vertraut hast, gebe ich für dich den Buchstaben. Kriegst du von mir ein Wort, nämlich das Wort Haus. Und das ist jetzt, so mache ich das. Jetzt wirst du verstehen, dass ich dir dein Haus gar nicht weggenommen habe. Ich habe dir andere Buchstaben dazugegeben, die du vorher nicht gekannt hast. Das macht Holo-Feeling. Darum soll ich mir wieder dein Glauben lassen, unangetastet und alles, was du glaubst, stimmt. Ein bisschen. Wenn du jetzt die anderen Perspektiven dazu kriegst, ich wiederhole nochmal, wenn du zum Beispiel bisher geglaubt hast, das Auto ist ein Benzinschlauch, wirst du feststellen, wenn du da noch ein paar Trümmer dazu kriegst, dass das Auto eigentlich was ganz was anderes ist. Der normale Mensch, alle Menschen, inklusive dir selbst, der Enosch lebt in dem Wahn, dass er meint, seine Welt wird besser, wenn er irgendwas vernichtet. Wenn die Krankheiten weg sind, geht es der Menschheit besser. Wenn die Kriege weg sind, geht es der Menschheit besser. Wenn die drei weg sind und wir nur noch Kreise haben, ist es besser. Ich sage, wenn du jetzt das anstrebst, dass du einen Kreis haben willst, du brauchst das Dreieck, um in den Kegel zu kommen, die höhere Ebene. Du brauchst auch die Buchstabe A, U, S, um dir ein Haus vorstellen zu können, weil nur das H als reine Wahrnehmung noch inhaltsleer ist. Es ist wie, hier, das will ich, das S will ich nicht mehr haben, ich will lieber eine T-Welt. Jetzt sind wir wieder ganz bei dem ersten Beispiel mit den Sinnesorganen. Ich bin Christ, ich will mit Moslems nichts zu tun haben. Aber ist nicht Abraham der Stammvater von beiden Kulturen? Wenn du wieder an den Ursprung zurückgehst, die so zerstritten sind,
drum baut zu Babel, weil die Sprachen verwirrt sind. Obwohl ich habe ja hier in Dingen Koran, Suren, Schaufiegenstall Vortrag, haben wir genauer angeschaut, da steht nichts anderes drin. Der Koran, wenn wir uns hinsetzen und den Koran lesen, und zwar nicht jetzt wieder irgendeine einseitige Auslegung, sondern wir nehmen einfach ein arabisches Wörterbuch und lesen es Wort für Wort, schauen wir im Wörterbuch nach, was da drin steht. Habe ich mit Leuten schon gemacht, über ganze Suren. Die sitzen dann da und sagen, das ist ja dasselbe, was du die ganze Zeit erzählst. Das ist ja dasselbe, was du erzählst. Dann lese ich die Dora. Hier, danach kann man das jetzt gut machen. Da steht ja genau das drin, was du erzählst. Wenn er so, hey, ich bin's. Hast du es immer noch nicht begriffen, wer ich bin? Nicht der Brösel, den du dir ausdenkst, sondern der sich jetzt denken lässt. Okay, weiter. Ohne die asiatischen Weisheiten gäbe es keine Upanishaden. Wenn du jetzt reingehst, das sind die heiligsten Schriften. Wir machen das einmal ganz kurz. Ups. Upanishaden. Jetzt ist natürlich schon wieder interessant. Wir haben da vorne den UB. Ani, das Hebräisch. Wir müssen immer Hebräisch-Deutsch. Ani ist das kleine Ich, das sich jetzt als ein Ani, Mal, ein Animal füllt. Mal heißt von Gott, du bist ein Ich von Gott. Wir können ja das Ani auch rot schreiben. Dann bist du ein Schöpfersein der Gott. Ein I rot. Oder ein schöpferisch existierender Intellekt, das ist dann blau. Das ist das, ich bin mein Gehirn, der blaue Geist. Wenn man jetzt die Gründung hat, ist man zu klar. Okay, und Schad, das ist der Dämon. Ani El Shaddai heißt es. Genesis Vers 17, Kapitel 17, Vers 1. Wird übersetzt mit, ich bin Gott, der Allmächtige. Da steht Shaddai. Upanishaden, das sind die heiligsten Schriften im Hinduismus. Philosophische Schriften im Hinduismus und Bestandteil der Feder Singular Upanishad erklärt wörtlich, dass sich in der Nähe das Niedersetzen beim Meister, was du jetzt in dem Moment magst. Dann haben wir hier als nächstes, es würde ohne die asiatischen Weisheiten kein Ubexa geben. Schauen wir mal, was das ist, UB. Eck heißt eben jetzt nur hier. Das ist das Nichtbeachten, das Nichtberücksichtigen, die Freiheit von Verwirklichung, Gleichmut, Geduld. Die vier Grundarten, das sind die heiligen Schriften von Buddha. Dieses Grundwissen der Gleichgültigkeit. Wenn du am rechten Ufer des Flusses lebst, und auf deiner Seite des Flusses stehlen die Menschen, die lügen. Wenn einer, er sagt dann wirklich, das zieht sich ellenlang hin. Wenn einer stiehlt, wenn er lügt, wenn er seine Kinder vergewaltigt, Frauen vergewaltigt, einbricht. Und jetzt wird es schön beschrieben, wenn er die Köpfe anderer zerschlägt, dass das Gehirn rausspritzt. Es wird richtig eklig bis ins Detail beschrieben. Und nachdem du zwei Seiten Scheußlichkeiten gelesen hast, sagt der Meister, die sind nicht böse. Und jetzt kommt, wenn du an der linken Seite des Flusses lebst und jetzt kommt dasselbe Spiel gespiegelt und es opfert sich einer auf und der sammelt für die Armen und der pflegt die Armen und der spendet und jetzt werden Wohltaten, Mitmenschlichkeit aufgezählt, der ist nicht gut. Können die Holo-Feelings sein, ne? Erst wenn du begreifst, dass der Fluss, der fließt, nicht irgendwo herkommt und irgendwo hinfließt, sondern in der Transversalen sich bewegt, der auftaucht in einen ständigen Wechsel, in dir webt. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Okay. Da hast du das schöne Wort, schau. Und die Erde war wüst. Zweiter Vers. Und die Erde war wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte. Schweben ist eine Logik, die doppelt aufgespannt wird. Shin Waf W ist eben. Gottessprache, alemannisch, alle Männer wissen das. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Jetzt ist natürlich ja so, dass dieses Über, jetzt schauen wir doch, was da mal im Original steht, schwebend, wenn man das jetzt eingibt, die Grundrate ist R, machen wir das einmal hier, RZB. RZ ist die Grundradix von Ruach. Ruch ist der Geist, auch der Wind, die vier Weltgegenden. Und das wollen wir jetzt einmal genau übersetzen.
da steht jetzt hier schweben, 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 schweben. Und jetzt ist interessant, dieses Wort im Hebräischen heißt eigentlich sich über etwas drüberlegen und ausbrüten. Pass auf, stell dir mal Folgendes vor, du denkst jetzt ein Huhn oder ein Vögelchen. Und wenn das Eier hat, Ei heißt nichts, das erweckt wird, die Eier oder der Trümmerhaufen, der erweckt wird, dann legt es sich auf die Eier, es schwebt förmlich, weil es will die Eier nicht zerdrücken. Das ist eine ganz, ganz zarte Handlung und der Geist Gottes schwebt jetzt über dir. Er will dich nicht erdrücken, das ist ein unheimlicher Liebesakt. Okay? Und jetzt das Licht, da können wir jetzt nicht, das ist zigfach bis ins Detail in den Offenbarungen beschrieben, wenn man die tieferen Schriften nimmt. Und jetzt heißt es, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser und sie scheiden die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung und welche oberhalb sind. Wir schauen uns das einmal ein wenig genauer an. Das heißt erst einmal hier, und es spricht imperfekt. Und er oder es spricht El Hayom. 86 ist UB. 86 ist UB. 5 Buchstaben, ein Wort. Quintessenz, Gott. Jetzt kommt natürlich hier nochmal übersetzt. Vergangenheit, sein Werden. Es ist immer ist. Wir haben doch gesagt, wir benutzen keine Grammatik, weil Grammatik verstreut das, was wir jetzt denken, das immer nur jetzt ist, in die Vergangenheit, dann sagen wir, das war. Und wenn du ins Himmelreich betrittst, dann war der War der Griech. Die doppelt aufgespannte Schöpfung, WA, die du bisher berechnet hast, aber immer nur eine Seite davon angeschaut hast, von den doppelt aufgespannten, weil du dir die andere Seite immer woanders hindenkst oder in die Vergangenheit denkst, das ist dann zu Ende. Jetzt haben wir diese Rakia, das ist das Himmelsgewölbe, die Feste. Der Himmel, die Feste, das ist die Rakia, ist der Vorgang in der hebräischen Bibel, dass das Wasser in ein Unterhalb und in ein Oberhalb geschieden wird. Interessant, was ich in Redo gezeigt habe, du kannst hier wieder auch gespiegelt lesen. Das ist immer, wenn ich jetzt das Wort nachschaue, von rechts nach links, wenn ich das drücke, wird es von links nach rechts übersetzt und das gibt es jetzt nicht. Das gibt es selbstverständlich, aber nicht in der Tora. Findest du in jedem Langenscheid, in allen Wörterbüchern. Schauen wir mal schnell. So, jetzt schau. Erkia, Rakia. Suchen wir mal, was das heißt. Das ist die Grundlage und die Hauptsache, die Wurzel. Wichtig. Wichtig ist die Wurzel. Ich habe euch zigfach darauf hingewiesen. Alle raumzeitlichen Berechnungen sind arithmetische Wurzeln. Und ein Wurzelbegriff hat immer zwei Ergebnisse. Die Wurzel 9, sagt man normal, ist 3. Die Wurzel beschreibt den Zahlenwert, der mit sich selber mal genommen diesen Wert unter der Wurzel gibt. Die Wurzel 9 ist praktisch 3, aber das stimmt nicht. Die Wurzel 9 ist plus 3 und minus 3, weil zwei negative Zahlen mal genommen ein positives Ergebnis geben. Also plus 9, Wurzel plus 9 ist plus 3, weil 3 plus 3 mal plus 3 9 ist, aber minus 3 mal minus 3 ist auch 9. Das heißt, jede Formel, wenn wir die Einstein-Formel anschauen, kommt immer eine Wurzel vor. Das heißt, egal was jetzt unter der Wurzel steht, wenn wir das ausrechnen, ist es 0. Und wenn ich jetzt 0, eine Todsünde, die 0 zu multiplizieren oder zu dividieren mit irgendeiner anderen Zahl, und so geht es dann meistens weiter, dass das Wurzelergebnis der Wurzel nochmal mal oder durch irgendwas ist. Und es ist letztendlich der Trugschluss der Raumzeitlichkeit, dass da außen keine Welt ist. Wenn du das weißt, fällt dir alles in dich rein. Vor allem schon die spezielle Relativitätstheorie von Einstein beweist, dass außerhalb von dir überhaupt nichts sein kann. Das erkläre ich im 8. Band der Offenbarungen schon sehr populärwissenschaftlich, dass das jeder 13-Jährige verstehen kann, der meine Gedankengänge mitgeht. Habe ich in Almena vor 20 Jahren schon gemacht. Okay, wir machen jetzt das einmal weiter. Diese Wurzel ist eine Grundlage. Jetzt haben wir wieder den Fremden, der in der Fremde, aber wir haben einen Geist und der dreht jetzt Runden. Das ist die Grundlage von allen und das passiert in dem Kopf von UB. Darum ist es die Hauptsache. Gut. Und jetzt ist es also hier, dass diese Rakia, heißt es hier inmitten, das ist B-Vorsilbe, heißt in und da heißt die Mitte, in der Mitte des Meeres, der Gewässer, das ist das Meer. Der Gewässer, okay? Inmitten dieser Gewässer,
Memim habe ich gerade erklärt. Und es ist trennend, abtrennend. Da wird es interessant, Schahir, du hast eine polare Öffnung. Die Gestaltwertung M ist 2 polar geöffnet. Jede Gestaltwertung ist polar geöffnet. Das ist der Buchstabe 40, das Mem, das B, der zweite Buchstabe und die 4 ist die Öffnung. Jetzt wollen wir da mal nachschauen, dann wirst du feststellen, das heißt dann ja auch als Vorsilbe Mem, haben wir gesagt, vom, es kommt von der polaren Öffnung und das BD für sich alleine, ich mache das lieber im Geometrie Explorer. Das ist natürlich jetzt plötzlich ist was abgetrennt. Ab ist aufblühen. Wenn was aufblüht, ist es getrennt in einem Wellenberg und in einem Wellental. Das Ganze ist natürlich in Gott, Beal, ein Ken, KN, wenn du eingibst, ist ein Fundament. Wie war das nochmal? Unter ist die Welle und Ment heißt Lügen verbreiten. Das ist das Fundament des Materialismus, ist die Lügen, die sie sich ausdenken. Auch die ganzen Religionen. Dass ich einmal in der Vergangenheit gekreuzigt wurde, als wenn wir Geist kreuzigen könnten. Ich kann die Märchenfigur Christus kreuzigen. Das ist eine ganz, ganz tiefe Symbolik. Der Christus, der sich hinstellt und sagt, ich nehme alle Schuld auf mich. Aber da war ich noch nicht so clever wie heutzutage. Als Bruce Luther bin ich wesentlich mehr. Das ist immer wieder, wo ich sage, hier die Erkenntnis, Thomas Evangelium, wenn du studierst, ich mache jetzt mal, ich zitiere mal, was ich ganz selten mache, Osho, den Bhagwan. Kommt ja aus der hinduistischen Szene heraus, der kriegt eine Thomas-Evangelium, studiert es und dann bringt er ein Buch raus, das Thomas-Evangelium und dann sagt er, liebe Hindus, liebe Buddhisten, die mir alle sind, wenn ihr das Thomas-Evangelium lehret, Jesus ist tausendmal mehr wie Buddha. Jesus ist tausendmal mehr wie Buddha. Jetzt, wenn du das zeitgeschichtlich nimmst, kommt der Buddha 400-500 Jahre vor Jesus. Und wenn du diese Zeitgeschichte, unsere Achse jetzt in die Transversale hebst, musst du immer mit jeder neuen kommen, wenn du nicht ganz blöd bist. Ich komme von der 5. in die 6. Klasse und von der 6. in die 7. Außer ich spiele täglich Christus Murmeltier und wiederhole bei mir in die 5. Klasse. Okay? Und jetzt ist es so, dass zwangsläufig Mendio Lügen verbreiten. Ist es Erfindungen, es ist Geschwätz. Das sind die Abgetrennten, die sich von mir abgetrennt haben. Das sind alle Schwätzer. Können sie tausendmal sagen, ich glaube an Gott und in ihre Kirchen rennen. Lies deine heiligen Schriften. Jetzt ist es, das sind dann Glied, da haben wir jetzt schon wieder die Wellen. Dann haben wir, es heißt auch Leinen, Leinwand. Ein Leinwand, ich sage immer die Schatten auf der Leinwand, das sind Projektionen, Erscheinungen, Modim. Gestaltgewordene Erscheinungen, das ist nicht das Licht. Eine Sonne, die du im Kino auf der Leinwand siehst, ist keine Lichtquelle. Die Lichtquelle ist hier, nicht da vorne. Es ist ein Schatten, eine Facette. Übrigens, wenn wir Engelchen sind, Engelisch, im Englischen ist die Leinwand, ist Linnen. L, das Licht ist innen. Engel wissen das, wenn ein Engelischen müssten es wissen. Okay, dann die Lügen, haben wir gerade schon gehabt, der Lügner, das Geschwätz. Und es sind natürlich dann insgesamt diese Schwätzer, die kommen sich alle als Propheten vor. Die Physiker mit ihren Experimenten, die vorher schon wissen, was passiert, wenn sie dieses oder jenes machen. Die beweisen ja alles mit Experimenten. Bloß, dass sie Schöpfergötter sind und eigentlich nur ihren eigenen Glauben verwirklichen. Das kannst du als Gott. Aber da reden sie sich ein, dass sie sich nichts damit zu tun haben, sondern das ist zufällig, das sind die Naturgesetze der Außen. Gott hat es sowieso nicht gemacht. Du bist auch ein Gotteskind, wenn du vergessen hast, dass du ein Gotteskind bist. Darum wird das, was du glaubst, wird sich verwirklichen. Und wenn du sagst, ich brauche Geld zum Überleben, dann ist es so. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Weil du das glaubst. Und dann taucht einer auf und der sagt, ja, wenn ich jetzt glaube, dass ich kein Geld brauche, brauche ich doch trotzdem mein Geld. Ich sage, stimmt. Es ist so, wie du glaubst, dass es ist. Okay, merk dir dann nochmal wieder den Zweig. Das heißt auch Zweig. Zweig wiederum heißt 2G. Wie war das? GG ist Gag, ist Dach. Es ist ausgedacht. Und irgendwann, wenn eine Song hier auch selbst ein Heigo, wird irgendwann einmal bei den einfachen Beispielen, wo ich sage, du musst es dir nicht merken. Aber irgendwann ist, ich wiederhole das ja bis zum Erbrechen. Nicht, weil ich das so gerne erzähle, weil ich das so toll finde. Das ist für mich Kindergacke. Milch gab ich euch zu trinken, bis weil ihr feste Speise noch nicht vertraut. Bibelzitat. Ist natürlich interessant, wenn du über den Jordan gehst. Jordan schreibt sich im Hebräischen nur IRD. Irrt. Ich heiße Gestaltwerdung, wenn du irrt, ich wirst.
wenn du über den Jordan gehst, das ist das Land, wo Milch und Honig fließt. Milch, hier gebe ich euch Milch zu trinken. Milch übrigens schreibt sich auf Hebräisch. Chol ist das Weltliche mit einem B hinten dran. Das ist die Polarität des Weltlichen. Und das heißt Milch. Du bist in der Welt, in der weltlichen Welt der zwei Polaritäten. Das hebräische Wort Milch heißt die weltliche Polarität. Wenn du über den Jordan gehst und dann bist du ein Toter in dieser Traumwelt. Darum sagt man auch, der über den Jordan gegangen ist, ist tot. Wenn sich einer vorsichtig ausdrückt, dann sagt er, mein Mann ist verschieden. Ja, wenn du über den Jordan bist, wir sind jetzt alle verschieden, weil wir lauter Tote sind. Die überleben sowieso nicht. Du oder nicht, egal was du zu sein glaubst, wo war jetzt die ganze Zeit dein Körper? Der ist doch schon weg, wenn du noch mal dran denkst. Meine Botschaft richtet sich an den, der mir jetzt zuhört. Punkt. Nein, das mache ich jetzt noch fertig. Ich weiß nicht, ob es danach noch geht. Wir haben nämlich noch die Uzana, die Udosana. Die gibt es wirklich. Die wird es ohne den UB auch nicht geben. Die Udana, da wird es jetzt interessant, ist eine buddhistische Schrift aus den kurzen Texten des Balikon, das Wissen Gottes. Ali, das Wissen meines Gottes. Udana heißt wirklich aufatmen. Einatmen, ausatmen, gleichzeitig. In diesen Begriffen, zumeist in Versform und in dazugehörigen Erläuterungen zu denjenigen alles der Lehren Buddhas, blinde Männer, die fanden bla 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 bla. So, jetzt haben wir es gleich. Ihr merkt, es ist extrem tief und die farbige Schriftweise ist nur hilfreich, wenn man das Prinzip verstanden hat. Ohne diese asiatischen Weisheiten gäbe es natürlich auch kein Zen und kein Budo in dir, der dir Geistesfunk in dir selbst den Weg zu deinem wirklichen Selbst erklärt. Budo japanisch, kann man jetzt jedes Zeichen nachschauen, bedeutet der Weg des Krieges. Weg ist rot. Das heißt doppelt aufgespannte Energie des Geistes. Wahrlich, ich sage euch, ich bin die Wahrheit, der Weg und das ewige Leben. Rot geschrieben. Ist der Oberbegriff für alle Ja, der göttliche Schöpfer, Bahn ist ein Kampfkünste, also der Oberbegriff für Judo, das Karate, Jiu-Jitsu, bla 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 bla. Und im Gegensatz zu den traditionellen Byujusus, ich kann nicht reden heute, Kriegskünsten, das heißt in ihm, deren äußere Kampftechnik, die äußeren Kampftechnik, auch noch eine innere Bo-Lehre. Bo heißt in ihm, das heißt die Philosophie des absoluten inneren Frieden, die Frucht des Paradieses lehrt. Jetzt kann man sich da ganz kurz noch reinschauen. Ich mache nur einen einzigen Satz noch. Das ist also hier griechischer Militär, Kanjido. Übrigens, es sind auch Schriften, wo ich ganze japanische Sachen hier, ist alles holophilig, allumfassend. Zen und Budo, diese beiden sind die Kareb, das heißt Kampf. Dieses hebräische Wort heißt auch das Innere und sich annähern, neu sein, aneinander nähen. Diese Kampfkünste eines bewussten Geistes heißt innen, inneres, innerer Kampf. Geburt, Zen ist die Geburt von Sein. Bedeutet Tonnen, Menschenfischer, bla bla bla. Amos für, hört die Worte dieses, das machen wir jetzt nicht, das muss mein Stimmchen schonen. Das will ich noch. Man kann, das Stück und dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Man, blau, wohlgemerkt, blau geschrieben, trocken aus. Man kann die Budo-Kampfkunst wie jede anderen Kampfsport erlernen, ohne sich mit den geistigen Lehren des Budo und des Zen zu beschäftigen, was mein kleiner Karate-Lehrer macht, ausgiebig. Man muss dazu der Geisteshaltung des Budo keine Beachtung schenken. Die meisten Menschen benutzen leider die heiligen Kampfkünste des Budos nur zur geistlosen Leibesertüchtigung, das heißt als Sport. SB, raumzeitliches Wissen, heißt übrigens Schwelle. Wenn wir jetzt das SB hebraisieren, das ist Raumzeit und das ist Wissen, also heißt es raumzeitliches Wissen, kann man dann ganz leicht nachschauen. Ausgedachte Raumzeitwissen. Das ist zuerst einmal ein Becken. Polare Ecken. Zack, zack. Merkst du das? Das ist Physik. Und dann heißt es Schwelle. Das heißt logisch, eine logisch aufgespannte Welle. Das ist dein raumzeitliches Wissen. Das sind deine Gedankenwellen. Egal, wo du dir dich hinstenkst. Also gut. Wo war ich?
heißt Sport. Diese Schwelle ist an eine moderweckte Erscheinung. Also nur zur eigenen zeitlichen Zerstreuung. Jetzt können wir fünf Minuten joggen oder ins Fitnessstudio. Das ist eine zeitliche Zerstreuung. Immer dran denken, Zeit ist sind augenblickliche Erscheinungen. Und diese Augenblicke, die du hier und jetzt denkst, verstreust du um dich herum, zeitlich wie räumlich. Jetzt machen wir dann Pause. Wenn wir Pause machen, machen wir jetzt Pause und das bestimme ich. Aber nicht zur Schulung der eigenen geistigen Selbstdisziplin. Man darf nicht aufhören, wenn man fertig ist. Ich als alter Einzelkämpfer, Ausbildung, ein Zell. Zell heißt Schatten, Ain heißt ein Trümmerhaufen von Schatten. Bilder. Als Einzelkämpfer, Ausbilder. Da habe ich zu Leuten immer gesagt, wenn sie gesagt haben, scheiß diesen Einzelkämpfer-Lehrgang an, wenn ich kaputt bin, ich kann nicht mehr, scheiß drauf, auf das Einzelkämpfer abzeigen. Und habe ich gesagt, eins wirst du irgendwann einmal lernen. Wenn alles in dir aufschreit, das ist jetzt körperlich, wenn alles aufschreit und du sagst, keine Meter mehr, hast du mindestens noch 80% Energie in dir, jetzt wehrt sich das Ego, das will nicht mehr. Und wenn du das Ego totschlägst, du läufst und läufst und läufst wie ein VW-Käfer. Nein, wir sind jetzt fertig. Ein Absatz noch. Wer die absolute geistige Dimension seines wirklichen Wesens und seinem bewussten Daseins erreichen will, muss Budo und Holofeeling verstehen lernen. Ikubi werde keinen Menschen dazu zwingen, dass er nach der absoluten geistigen Dimension in sich selbst sucht. Wenn doch, dann sind es gerade meine Offenbarungen der Beste, wenn du suchst, wohlgemerkt nicht, dass ich zwinge, der Wegweiser dorthin. Menschen sind wie unbewusste Kinder, die mit kleinen Spielzeugautos spielen. Ein bewusster Mensch steuert die richtigen Autos in seiner Welt. Budo ist immer untrennbar mit Zen, mit der Geburt von Bewusstsein verbunden. Punkt. Und jetzt machen wir Pause. Klatschen.